Kommen damit zur Haushaltssatzung und da haben wir viele Änderungs- und Ergänzungsanträge, die dann von mir aufgerufen werden. In der Fraktionsrunde darf ich Ihnen schon mitteilen, beginnt heute die FDP-Fraktion, sodass Sie sich darauf vorbereiten können. Zunächst aber bitte ich Herrn Dr. Lames kurz noch mal zu dem Änderungsantrag, der jetzt auch meinerseits formal eingebracht ist, noch mal einige Sätze auszuführen und natürlich auch das, was auch schon eine Rolle gespielt hat im Finanzausschuss, noch mal einige Punkte vorab, auch zum Thema dann der Genehmigungsfähigkeit zu sprechen. Bitte schön, Herr Dr. Lames. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Stadträtinnen und Stadträte. Der somit eingebrachte Änderungs- bzw. Ergänzungsantrag des Oberbürgermeisters nimmt Bezug auf den Ausschussbericht des Ausschusses für Finanzen, sprich die dort getroffene Entscheidung über den Haushalt. Inhalt dieses Änderungsantrages ist, dass wir die dort enthaltenen relativ pauschalen Bezifferungen in den Einnahmeerwartungen und Belastungen präzisieren und in den Haushaltsbeschluss einarbeiten, entsprechend der dortigen Tabelle. Zugleich ist es nochmal eine erneuerte Information in Ergänzung des ebenfalls hier nochmal beigefügten Schreibens vom 20. November 2020 über die aktuellen Entwicklungen seit der Einbringung des Haushaltes, insbesondere die Entwicklungen, die sich aus der November-Steuerschätzung und den Ableitungen im sächsischen Finanzausgleich und den Neuregelungen im sächsischen Finanzausgleichsgesetz ergeben. Wir haben einen Weg noch vor uns bis zu einem vollziehbaren Haushalt. Wir werden, wenn sie wie zu erwarten ist und was uns auch grundsätzlich freut, heute einen Haushaltsbeschluss treffen. Dann werden wir dort, wie es gesetzlich vorgesehen ist, die Anzeige dieses Beschlusses bei der Landesdirektion vornehmen. Die Landesdirektion tritt dann in die rechtliche Prüfung dieses Themas ein. Zum Zweiten werden wir mit Anzeige des Haushaltes auch Genehmigungen für den Haushalt beantragen. Er enthält aus unserer Sicht zwei genehmigungspflichtige Bestandteile. Das ist aber auch, glaube ich, nicht streitig. Das ist zum einen die Kassenkreditermächtigung im Bereich des Krankenhauses und zum anderen die im Änderungsbeschluss vorgesehene Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb Sportstätten, die Investitionskreditermächtigung. Bei der rechtlichen Prüfung, darauf wurde ja auch schon im Finanzausschuss hingewiesen, wird es so sein, dass wir grundsätzlich mal die Kriterien des Haushaltsrechts einhalten und ein Problem an einer Stelle haben, nämlich dass der Finanzhaushalt insgesamt nicht ausgeglichen ist. Dass er ausgeglichen sein soll, das steht in der kommunalen Haushaltsverordnung so drin, was sich wiederum aus den Anforderungen der Gemeindeordnung, des Haushaltsrechts der Gemeindeordnung ableitet. Im Wesentlichen beruht dieser fehlende Ausgleich darauf, dass wir pauschale Kürzungsvorgaben bekommen in dem federführenden Ausschussbericht, pauschale Kürzungsvorgaben in Höhe von 46 Millionen Euro über den investiven Bereich und 31 Millionen Euro im konsumtiven Bereich des Haushaltes. Wir werden diesen Haushaltsentwurf so bei der Rechtsaufsicht vertreten,
Und wir werden dort abwarten und in den Dialog treten, welche Konsequenzen die Rechtsaufsicht aus dieser Problematik zieht. Wir sind nicht der Auffassung, dass wir diesen Haushalt stante pede, also sofort mit einem Strich zurückbekommen werden. Aber es kann durchaus sein, dass wir vor einer Freigabe des Haushaltes möglicherweise auch im weiteren Vollzug des Haushaltes Auflagen der Landesdirektion zu erfüllen haben werden. Zu diesen Auflagen könnte auch gehören, dass wir die Kürzungsvorschläge, die pauschal gemacht worden sind, auch konkret untersetzen müssen. Ich sage es jetzt einfach heute am 17. Dezember, an den werden wir dann möglicherweise auch noch mal zu denken haben. Es wird möglicherweise unsere Pflicht sein, auch konkret zu untersetzen. Bis zur Freigabe des Haushaltes, zu seiner Veröffentlichung und damit dem Inkrafttreten am Ende auch der Haushaltssatzung unterliegen wir der vorläufigen Haushaltsführung. In dieser Zeit kann die Landeshauptstadt Dresden lediglich Ausgaben und Aufwendungen eingehen, die entweder gesetzlich verpflichtend sind oder in der Weiterführung notwendiger Aufgaben bestehen und dafür auch unaufschiebbare Auszahlungen und Aufwendungen darstellen. Das ist an sich auch normales Geschäft. Uns allen ist daran gelegen, diese Zeit möglichst kurz zu halten, insbesondere auch deswegen, weil es uns in dieser Zeit nicht möglich sein wird, neue Investitionsvorhaben zu beginnen. Aber auch das gehört zum üblichen Geschäft. Lassen Sie uns daran zusammenarbeiten und dahin zusammenarbeiten, dass wir diese Zeit der vorläufigen Haushaltsführung möglichst kurz halten im Interesse der Stadt. Herzlichen Dank. So, jetzt steigen wir ein, sofern gewünscht, in die Vorstellung der Änderungsanträge. Ich beginne mal mit den Fraktionen. Da wäre zunächst AfD die Möglichkeit, dann Freie Wähler und dann für die Fraktionslosen. Also, AfD gewünscht, Vorstellung in der Fraktionsrunde. Freie Wähler gewünscht, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, unseren jetzt Ergänzungsantrag zum Ausschuss für Finanzen ist ja schon mehrheitlich oder deutlich durch die Medien gegangen. Hier ist es unserer Meinung nach der Verwaltung unterlaufen, einen langfristigen Status quo nie fortzuschreiben in dem Haushaltsentwurf, den bestehenden jährlichen Zuschuss für die Stadionprojektgesellschaft in die Haushaltssatzung einzuschreiben. Dann ging die Diskussion los und dann haben alle Fraktionen, inklusive uns, bei der Präsentation des Haushaltes erstmal diesen Lapsus übersehen. Vor circa 14 Tagen kam die ganze Diskussion hoch. Wir haben daraus einen Antrag formuliert, ich habe den auch am Montag in den Finanzausschuss eingebracht, mit dem Wollen, die jährlichen Zuschüsse von 1,5 Millionen für die Stadionprojektgesellschaft, die damit den Hauptmieter, die SG Dynamo Dresden, entlastet, einzustellen. Wir möchten gern, dass dies im Punkt 10 des Haushaltsbeschlusses reinformuliert wird. Die haushaltsbeschließenden Fraktionen haben 59 Änderungspunkte im Haushalt des Oberbürgermeisters einformuliert. Wir denken, dass auch wenn man den Haushaltsentwurf oder den Haushaltsvorschlag der haushaltsgestaltenden Fraktion liest, dass dort noch ein Spielraum ist. Wir bitten auch, bevor unser Ergänzungsantrag angenommen oder beschlossen wird, den Oberbürgermeister ein kurzes Statement zu unserem Vorschlag abzugeben, weil es wird immer wieder gesagt,
Der Oberbürgermeister soll beauftragt werden, mit der Projektgesellschaft zu verhandeln. Wir sehen, die Verträge liegen eigentlich schon auf dem Tisch. Es muss nichts mehr verhandelt werden. Es muss einfach das Geld in den Haushalt eingestellt werden. Wir wollen gerne dazu einen Statement von der Verwaltung haben, ob das jetzt noch möglich ist, ob die Verträge wirklich noch beraten werden müssen. Und bevor unser Ergänzungsantrag dann abgestimmt wird, bitten wir um eine zweiminütige Auszeit nochmal. Danke. Jetzt für die Fraktionslosen, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen in der Halle und draußen an den Datenendgeräten. Heute beschließen wir hier den Haushalt und vielleicht für die Menschen, die nicht dauernd im Stadtrat sind, der Haushalt ist eines der wichtigsten Sachen, die man so im Stadtrat beschließen kann, denn im Haushalt wird beschlossen, wofür gibt es Geld und wofür gibt es kein Geld für die nächsten 2 Jahre. Und wenn man mal durch den Haushaltsentwurf bzw. die Änderungsanträge durchgeht, da sieht man mal, was also, ich habe es eben gesagt, was wichtig ist und was unwichtig ist. Also jetzt ohne in die Einzelheiten zu gehen, 6,4 Millionen für den Fernsehturm, 28 Millionen Schulden für das Steierstadion, dass das wieder saniert wird. 12 Millionen kostet die Staffelsteinstraße, so eine Straße, die den Bergmeer, Hochmeer andert. 17 Millionen lassen wir es uns kosten, dass die Kita-Gebühren nicht so steigen, wie sie hätten steigen sollen. Und, ganz großer Kracher, 12 Millionen lassen wir liegen dafür, dass wir die Parkgebühren nicht so gestalten, wie der Oberbürgermeister das vorgeschlagen hat, sondern geringer. So, richtig, super. Aber daran sieht man jetzt, was also wichtig ist und was nicht. Was ich jetzt bisher noch nicht vorgetragen habe, ist, CO2 ist nicht dabei. Also es ist kein größerer Posten zu finden, der sich in irgendeiner Art und Weise mit Klimawandel, mit Klimakatastrophenbekämpfung, mit Klimanotstand, mit CO2-Reduktion, mit, die EU hat gerade eben vorgestern beschlossen, 55% Reduktion in den nächsten 9,5 Jahren. So, das ist nichts. Wir werden es heute wieder hören, ja, das hier ganz groß, wir haben hier ein paar tausend Euro für eine neue Heizungsanlage und ein bisschen PV und ein paar Ampeln machen wir anders. Ja, es ist schon so, da haben wir kleine Pünktchen gemacht, aber in einem fast 2 Milliarden Budget von so einem Haushalt, da hier 1, 2, 3, 4 Millionen, das, und die dann versteckt irgendwo, nein. Wir brauchen eine, wenn die Wand groß ist, brauchen wir einen großen Rambock, da brauchen wir ein großes Stemmeisen und wenigstens da ein bisschen reinzukratzen. Und deswegen habe ich diesen Antrag hier zusammen mit Kollegen Aschenbach eingereicht. Ich schlage vor, wir machen mit dem Haushalt gleichzeitig noch 20 Millionen marktfinanziert, also über Schulden, 20 Millionen für CO2-Reduktion. Und am besten für solche Sachen, die sich selber bezahlen. Ne? Kennen wir alle von zu Hause. Wenn ich meine Wand dämme, wenn ich eine bessere Heizung einbaue, dann spare ich Heizkosten. So, und wenn ich mehr spare, als ich sozusagen dann bezahlen muss für Zinsen und Tilgung, ja, dann habe ich ja Gewinn gemacht. Und die Umwelt hat Gewinn gemacht. Und das Wichtige, warum ich diesen Antrag stelle, ist nicht, weil die 20 Millionen heilig ist. Vielleicht wären ja 30 Millionen oder 10 Millionen auch schön. Es ist nicht, weil dass ich jetzt hier irgendwie das Schuldenverbot umgehen will. Nein, man kann es ja über eine städtische Gesellschaft machen. Das machen wir andauernd, haben wir gerade gehört. Für das Steierstadion werden auch Schulden gemacht. Nein, es ist, um einen Prozess auf den Weg zu bringen. Ein Prozess, dass wir in CO2-Reduktion investieren. Ein Prozess, dass die ganze Stadt, momentan ist diese Umweltanstrengung fragmentiert, dass die zusammengeführt wird, dass wir in den nächsten 1,5 Jahren, wo wir das neue Klimakonzept machen, dass wir da auch schon Geld haben, was umzusetzen, dass wir ans Laufen kommen, Mann, weil wir haben nicht mehr allzu viel Zeit bis 2030, 2035, 2050. Das ist bald und deswegen müssen wir jetzt was machen. Meine Damen und Herren, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige von Ihnen zu Recht vielleicht sagen, das kommt jetzt sehr aus der Hüfte geschossen.
Das ist jetzt irgendwie noch nicht untersucht. Wir haben noch nicht gehört, was die Verwaltung dazu sagt. Wir müssen uns erstmal beraten. Das kann sein. Lehnen Sie dann diesen Antrag ab, aber hilfsweise, gucken Sie auf Seite 2 von dem Antrag, hilfsweise ist ein Begleitbeschluss. Und den kann eigentlich jeder, ohne lange zu überlegen, mitgehen. Da steht drin, der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis zum April eine Konzeption zu machen, wie wir vielleicht mit Schulden, vielleicht mit anderem Geld, vielleicht auch mit Fördergeld, also wie wir in eine CO2-Reduktion eintreten und das dem Stadtrat vorzulegen. Das heißt, wir könnten jetzt diesen Begleitbeschluss machen und dann sehen wir uns in 4 Monaten wieder und reden wirklich über Umweltschutz. Und wer das nicht mitträgt, der schlägt wirklich Fridays und allen Menschen, die sich um diesen Erdball Gedanken machen, sozusagen links und rechts eine ins Gesicht und sagt nein, danke. Meine Damen und Herren, heute ist ein wichtiger Tag und ich bitte Sie, wenigstens dem Begleitbeschluss am Ende zuzustimmen. Dankeschön. Soweit erstmal die Anträge. Jetzt steigen wir tatsächlich in die Debatte ein, in die Fraktionsrunde. Es beginnt, wie gesagt, die FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Zastrow. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, für uns als FDP ist das ja heute eine Premiere, zumindest seit längerer Zeit. Wir hatten die Gelegenheit, seit längerer Zeit mal wieder einen Haushalt mitgestalten und mitbeschließen zu können. Und wir haben das Angebot gern angenommen. Hat auch aus unserer Sicht ganz gut geklappt, weshalb ich den Fachpolitikern in den jeweiligen Fraktionen, bei uns natürlich dem Christoph Blödner, sehr dankbar bin, dass Sie uns bis zu dem heutigen Tag geführt haben. Offenbar war sein Verhandlungsgeschick sehr gut. Ob ich es so weit geschafft hätte, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind wir froh, dass wir mitgestalten können. Und ich glaube, das, was uns gemeinsam gelungen ist, ist ein Stück weit schon ein Meisterstück. Denn mitten in einer Krise von durchaus historischer Dimension ist es gelungen, einen Haushalt nicht nur auf eine sehr breite Basis zu stellen, sondern diesen Haushalt auch ohne neue Schulden und ohne Steuererhöhung hinzubekommen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, genau für die Zeit, in der wir uns befinden und für das, was auch in den nächsten 2 Jahren mutmaßlich vor uns liegt. Und trotzdem schaffen wir es als Stadt Dresden, weiter zu investieren. Ein ganz wichtiges Signal, und ich glaube auch ein Stück Hoffnung, was wir in die Stadt hinein senden. Wir verabschieden uns nicht von wichtigen Großprojekten, die wir uns vorgenommen haben, sondern wir halten an diesen fest und wir wollen sie umsetzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, gerade wenn ich an das neue Verwaltungszentrum denke, auch wenn ich an das Steierstadion denke oder auch für meine Fraktion sehr wichtig, wenn ich an den Fernsehturm denke und an die Infrastruktur in Bühlau, im Schönfelder Hochland, am Elbhang, die wir uns weiter vornehmen und verbessern wollen. Meine Damen und Herren, das ist ein ganz wichtiges Zeichen für unsere Stadt, jetzt alles zu beerdigen und alles in Frage zu stellen, wäre, glaube ich, nicht richtig. Ganz wichtig für uns, gerade als Freie Demokraten, ist natürlich auch, dass es gelungen ist, unsere Bürgerinnen und Bürger trotz Krise nicht über die Maßen weiter zu belasten. Es gibt ein paar Erhöhungen, die haben wir schon vor einiger Zeit beschlossen, gerade was das Thema Abfallgebühren betrifft. Aber weiteres findet nicht statt. Zunächst nicht statt. Wir wissen, dass auch einige schwere Entscheidungen noch vor uns liegen. Wir haben uns aber vorgenommen, diese nochmal zu durchdenken und vor allem jetzt mitten im Lockdown, mitten in der Corona-Krise unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht noch mehr Sorgen zu bereiten. Das betrifft natürlich die Kita-Beiträge, keine Frage. Es betrifft aber auch das Thema Parkgebühren. Es war doch ein recht breiter Konsens, dass hier die Verwaltung mit ihrem Vorschlag weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Wir werden jetzt im Lockdown die Parkgebühren nicht erhöhen und wir haben der Verwaltung den Auftrag gegeben, noch mal ein neues Konzept vorzulegen, eine neue Parkgebührenordnung vorzulegen.
die wir dann Anfang des Jahres neu diskutieren werden, dass eine moderate Erhöhung in Dresden sicher bevorsteht. Das ist Einigkeit. Aber wir werden das dann unter den Gegebenheiten, auch unter der Frage, was das für den Einzelhandel, was das für die Attraktivität der Innenstadt bedeutet, nochmal neu diskutieren. Ich rechne auch damit, dass wir jetzt, da ja schon viel auch in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist, einen vernünftigeren Vorschlag bekommen werden. Natürlich freut uns ganz besonders, dass ein paar Herzensanliegen von uns in dem Haushalt Niederschlag gefunden haben. Ja, dazu gehört ganz wesentlich auch die Millionen für das Trainingszentrum von Dynamo Dresden. Ich glaube, niemand war glücklich mit der knappen Entscheidung, die wir letztens getroffen haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Entscheidung zu korrigieren und tun das entsprechend. Das ist, glaube ich, eine sehr positive Nachricht. Übrigens auch für alle anderen weiteren Bauvorhaben, weil es damit eben gelingt, dass nicht Vereine am Ende für steigende Mehrkosten zur Verantwortung gezogen werden. Was ganz wichtig ist, wir widmen uns auch dem Einzelhandler, wenn im Einzelhandel der Innenstadt insgesamt, wenn er dann nach Corona neu starten soll, indem wir das City Management mehr unterstützen als je zuvor. Und ganz besonders stolz bin ich auf den Instrumentenkasten, der uns eingefallen ist und den wir festgelegt haben, für die Branchen, die in dieser Stadt gerade am meisten leiden. Und das ist die Gastronomie, das ist die Veranstaltungswirtschaft, das ist das Hotel und Hotelgewerbe, das ist der Tourismus und das ist natürlich unsere Kulturwirtschaft, unsere Kulturbetriebe. Wir haben dazu ganz viele Maßnahmen durch Beschlüsse im Stadtrat bereits getroffen, die wir jetzt auch finanziell untersetzen. Und es gibt einfach bessere Rahmenbedingungen und es gibt aber auch finanzielle Möglichkeiten, diesen Branchen unter die Arme zu greifen. Dazu gehört natürlich der Verzicht auf Sondernutzungsgebühren, andere Abgaben, die wir haben bei der Nutzung von öffentlichen Räumen. Da stellen wir uns eine auch dynamische Wirkung auf all diejenigen vor, die in dieser Stadt was auf die Beine stellen wollen, wenn sie es denn wieder dürfen, Mitte des Jahres, hoffen wir. Und wir haben eine Art Corona-Nothilfefonds aufgelegt, meine Damen und Herren, um in Not geratene oder noch in Not geraten werdende Großveranstaltungen oder Traditionsveranstaltungen oder die Stadt prägende Veranstaltungen unterstützen zu können. Sie haben alle den Hilferuf des Elbhangfestes gesehen. Ich glaube, das muss man ernst nehmen und ich gehe auch davon aus, dass das nicht die einzigen sind, die sich an uns wenden werden. Für diese für Dresden so wichtigen Veranstaltungen unterschiedlichster Couleur, das muss der Kulturausschuss dann mit seiner Weisheit entscheiden, die dürfen wir nicht im Stich lassen. Und dafür jetzt Möglichkeiten zu haben, die wir dann bei der weiteren Diskussion gemeinsam nutzen und gestalten können, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ob das ein Elbhangfest, ein Dixielandfest, ein Stadtfest oder ein Adventskonzert mit dem Kreuzchor ist, ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges auf uns zukommt und das ist wichtige Kultur, das ist Markenkern für Dresden, den wir gerne halten wollen. Und besonders froh bin ich auch, dass wir in diesem Haushalt mehr Mittel für die Dresden Marketinggesellschaft verankern und zwar mit dem Zweck, nachdem ja dieses Weihnachten leider als die wirtschaftlich wichtigste Zeit für diese Stadt ausfällt, wenn es denn mal wieder stattfinden kann, auch dann für Dresden als Weihnachtshauptstadt auch national oder vielleicht international werben zu können. Auch dafür stehen Mittel zur Verfügung. Und ich glaube, das kommt ganz vielen, die gerade in der Weihnachtszeit aktiv sind, dann auch zugute. Kurz zusammengefasst, dieser Haushalt ist gelungen. Er bringt Dresden gut durch die Krise und er ermöglicht auch einen Neustart nach der Krise. Dankeschön. Als nächste Fraktion Freie Wähler, Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Dresdner, sehr geehrte Vertreter der haushaltstragenden Einheitsfraktion von FDP, CDU, SPD, Linken und Grünen. Sie haben beschlossen, alle wichtigen Entscheidungen die dieser Stadtrat treffen, ohne unsere Fraktion zu beteiligen, durchzuführen. Dieses Prinzip haben Sie in der Vergangenheit beim Thema Nazi-Notstand, beim Thema Klimanotstand und den Verteilungen der Bürgermeister Posten angewendet
und jetzt beim Haushalt konsequent fortgesetzt. Wir, die Freien Wähler, möchten uns ausdrücklich dafür bedanken. Sie haben es uns erspart, bei Ihrem erfolglosen Versuch, den Haushalt des Oberbürgermeisters zu verbessern, mitzumachen. Wir mussten auch nicht an den gruppentherapeutischen Sitzungen, die Sie Beratungen nennen, teilnehmen. Sie haben den Dresdnern klargemacht, was sie alle unter Demokratie verstehen. Nach Ihrer Meinung gibt es Wähler erster und zweiter Klasse, so wie es eben gute, demokratische und böse, undemokratische Fraktionen gibt. Wir, die Stadträter der Freien Wähler, sind alle Kinder der DDR. Wir sind geübt, damit umzugehen. Wir wissen, wie die DDR geendet hat. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie haben in Ihrer Haushaltsrede am 24. September davon gesprochen, welche großen Herausforderungen vor Dresden liegen. Sie sprachen über wegbrechende Steuereinnahmen, über große Unsicherheit, was in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren bringen werden. Wörtlich haben Sie formuliert, nur eines wird sicherlich nicht funktionieren, alle Wünsche erfüllen, nichts teuer werden zu lassen und gleichzeitig schuldenfrei zu bleiben. Wer dies kommuniziert, der geht verantwortungslos durch diese Krise. Genau das ist unsere Haltung. Wir wollen das Geld vor allem für wirkliche, wichtige Aufgaben der Stadt ausgeben. Investitionen in Schulen, Kitas, dem Krankenhaus, Feuerwehr, Straßen, Fußwege und Brücken. Verzicht auf einen Neubau eines Verwaltungspalastes, Begrenzung der Personalkosten auf den heutigen Stand. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, den heute vorliegenden Haushalt, auf den Sie sich mit den guten Fraktionen geeinigt haben, beschreibt aber das ganze Gegenteil von Verantwortung. Sie gehen vielmehr gemeinsam verantwortungslos durch diese Krise. Die Wünsche der 5 beteiligten Fraktionen sollen erfüllt werden. Und so sollen Schulden in Höhe von rund 200 Millionen Euro gemacht werden. Lassen Sie mich ins Detail gehen. Sie, Herr Oberbürgermeister, haben Sie sich mit den Fraktionen der Einheitsfront darauf geeinigt, den Haushalt in 59 Einzelpositionen zu ändern. Das Ganze soll 90 Millionen Euro kosten. Hinzu kommt die Deckungslücke von 119 Millionen. Ihre Deckungsvorschläge für diese 210 Millionen sind zum großen Teil aus dem Buch der Gebrüder Grimm abgeschrieben. Besonders fantasievoll sind die steigenden Einnahmen aus der Bettensteuer, weil ab 2023 die Bettenpreise der Hotels dramatisch ansteigen werden. Hut ab, auf sowas muss man erst mal kommen. Bemerkenswert an diesem Vorschlag ist vor allem, dass die CDU und die FDP diese Steuer immer abschaffen wollten. Die FDP rühmt sich ja, die Erhöhung der Parkgebühren verhindert zu haben und begründet damit ihre Teilnahme an dieser Kungelrunde. Sieht man sich das aber genau an, dann werden sich die Parkgebühren bis 2023 verdoppeln. Also ist der Erfolg der FDP, dass die Autofahrer in Etappen gemolken werden. Bisher war es im Stadtrat Konsens, dass Investitionen in Bildung und somit die Zukunft der Kinder Priorität haben. Sie wollen damit brechen. Das ist verantwortungslos und wir fordern Sie auf, diesen Diebstahl an der Zukunft unserer Kinder zu unterlassen. Teile des Vorschlages der Einheitsfront sind selbst dem Finanzbürgermeister Dr. Lames zu windig, sodass er große Bedenken hat, dass dies rechtswidrig sind. Sehr geehrter Oberbürgermeister, Sie tragen die Hauptverantwortung für diesen Haushalt. Ihr Entwurf des Haushaltes war das Vorbild, an dem sich die Einheitsfront orientierte. Sie haben einen Haushalt ohne Personalkostensteigerung geplant, völlig unrealistisch. Nachdem in Ihrer Amtszeit die Personalkosten um 40% gestiegen sind. Sie haben Ihr Lieblingsprojekt Verwaltungszentrum in dem Haushalt gelassen und weil die 116 Millionen dafür fehlen, soll sie mit Schulden finanziert werden. Sie geben Geld für Hellerau aus und den Zuschuss für Stadion haben Sie gestrichen. Ich höre damit auf, die Liste könnte ich beliebig fortsetzen. Wenn dieser Haushalt heute beschlossen wird, dann tragen Sie die Verantwortung, wenn es schief geht und die Rechtsaufsicht das Machtwerk kassiert. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass sich die Fraktionäre der Einheitsfront im Januar dumm angucken werden, wenn Dr. Lagemes die nächste Haushaltssperre verhängt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Der letzte Satz in Ihrer Rede am 24. September lautet: Dresden ist bisher gut durch diese Krise gekommen und wir stehen gemeinsam in der Verantwortung, diesen Kurs beizubehalten. Würden Sie sich selbst ernst nehmen, so müssten Sie die verantwortungslose Herumwurschteln der Einheitsfront an dem Haushalt eigentlich konsequent ablehnen. Wir jedenfalls werden das tun. Wir lehnen es ab, verantwortungslos durch diese Krise zu gehen. Ich danke ihr für Ihre Aufmerksamkeit. Wir kommen zur nächsten Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, wenn es noch eines Argumentes bedurft hätte, diese Fraktionen, die sich zu diesem Haushalt jetzt zusammengetan haben, dass dies passierte, dann war es eben gerade die in einer Rede kumulierte Schnappatmung des Herrn Genschmer. Ich hoffe vielmehr, und das ist meine wirkliche Hoffnung, dass das, was heute in diesem Stadtrat geschieht, nicht wieder klein geredet wird oder so getan wird, als ob das Thema Parkgebühren über das Wohl und Weh der Dresdnerinnen und Dresdner entscheidet. Und ich hoffe auch sehr, Herr Sastrow, dass Sie die falsche Darstellung, dass wir in dieser Frage jetzt auf eine neue Vorlage warten, nicht ernst nehmen oder ernst nehmen, dass wir uns geeinigt haben auf Einnahmen im Haushalt, die Sie auch bitteschön dann mit auf den Weg bringen sollten. Und diese Verantwortung müssen Sie nach diesem Tag heute auch übernehmen. Werte Kollegen, dieser Haushalt ist keiner für notorische Erbsenzähler, ist aber für die Dresdner Stadtgesellschaft, ganz im Gegensatz zu dem Gehetze des Herrn Genschmer, eine positive Zäsur. Es ist ein Signal in einer Stadt, die sich häufig dadurch auszeichnet, dass Trennung betont wird und der Rat als zerstritten gilt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, dieser Stadtrat wird heute einen Haushalt in einer parteipolitischen Bandbreite beschließen, wie es sie weder in Dresden noch in einer anderen deutschen Großstadt je gegeben hat. Meine Überschrift über den heutigen Tag lautet: Dresden rückt zusammen. Mein Motto für diesen Haushalt: gemeinsam in der Krise und gemeinsam aus der Krise. Niemand kann wissen, wann und wie wir aus dieser Vollbremsung, die uns ein tödliches Virus aufzwängt, wieder herauskommen. Niemand weiß, welche Verwerfungen Corona am Ende auslösen wird. Das wissen auch die Fraktionen nicht, die sich vor knapp 3 Monaten auf den Weg gemacht haben, gemeinsam für unser Dresden Verantwortung zu übernehmen. Wir wissen aber, es wird eine Zeit nach der Krise geben und dafür müssen wir die Weichen stellen. Und dafür werden wir sie heute auch stellen. Wir haben uns auf diesen fraglos nicht leichten Weg begeben, weil diese Krise, und ich sage das ausdrücklich, nur in Solidarität und Gemeinsamkeit bewältigt werden kann. Es gibt in diesem Stadtrat keine klaren Mehrheiten und mit diesem Haushalt werden auch die unterschiedlichen politischen Schwerpunkte und Meinungen nicht verwischt. Aber dieser Haushalt ist ein Beweis dafür, dass es mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes gibt. Ein gelebtes Beispiel für die oft betonte Gemeinsamkeit der Demokraten. Alle Fraktionen, die diesen Haushalt verhandelt haben, erkennen an, dass es sehr unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Und ich würde viele Dinge, die gerade von Herrn Sastrow gesagt wurden, als wichtig nicht unbedingt unterschreiben. Aber es ging primär uns in diesen Zeiten um die Antwort auf eine Frage: Was ist jetzt wichtig und richtig für Dresden? Natürlich werden wir auch nach diesem Haushalt in der Sache über wichtige Wege streiten müssen. Aber die Änderungen, die wir an dem Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters, der übrigens eine sehr gute Grundlage bot, sind von dem gemeinsamen Willen geprägt, dass Strukturen in allen Bereichen der Stadtgesellschaft erhalten bleiben, sei es in der Jugendhilfe, sei es in der Sozialpolitik, der Kultur oder beim Sport. Es gab auch den gemeinsamen Willen, im Haushalt Projekte und Schwerpunkte mitzutragen, die nicht zu den Herzensangelegenheiten einzelner Fraktionen gehören. Ich hoffe sehr, dass dieser Geist auch dann gilt, wenn das eine oder andere noch durch Beschlüsse untersetzt werden muss. Auch wir Grüne haben
Kompromisse eingehen müssen, wie jeder, der an diesem Verhandlungstisch saß. Aber keiner der Kompromisse war ein Fauler. Ich freue mich, dass die anderen Fraktionen deutliche Mehrausgaben für Klimaschutz und Klimafolgenschutz mittragen können. Ich freue mich, dass wir für Dresden trotz des Schneckentempos des Freistaates schon zum nächsten Schuljahr ein Bildungsticket für alle in Ausbildung Befindlichen auf den Weg bringen können. Ich freue mich ebenfalls, dass wichtige verkehrspolitische Maßnahmen für eine klimafreundliche Mobilitätspolitik im Haushalt abgesichert werden. Ja, und natürlich freuen wir uns auch, dass die Arbeit zum Beispiel im Bereich der Jugendhilfe, die Arbeit freier Träger, der Kulturszene eben auch durch Änderungsanträge abgesichert werden konnten. Auch das sind alles gute Signale für viele, die in dieser Stadt stark gebeutelt werden. Wir wissen selbstverständlich, dass die Kämmerei unter den Bedingungen dieses Haushaltes und wir auch als Stadtrat ganz besonderen Herausforderungen unterworfen waren. Wir wissen auch, dass wir noch sehr kurzfristig mit sehr vielen Änderungen und mit sehr vielen auch Finanzvolumen beschäftigt waren. Ich sage trotzdem mal, an dieser Stelle hat sich diese Koalition nicht als unmanövrierfähiges Schlachtschiff herausgestellt, sondern hat ganz wie ein Schnellschiff gehandelt. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir heute noch in diesem Jahr einen seriösen und auch, ich glaube, genehmigungsfähigen Haushalt auf den Tisch legen können. Lassen Sie mich ganz zuletzt, weil der Geist, der in dieser Gruppe derjenigen, die über diesen Haushalt verhandelt hatten, sicherlich davon geprägt war, dass wir sehr unterschiedliche Auffassungen hatten, wir auch hart in der Sache verhandelt haben. Aber mein ausdrücklicher Dank gilt wirklich nochmal denjenigen, die da am Tisch saßen. Und ich danke ausdrücklich nochmal Christoph Lötner, Viola Vogel, Thilo Kiesling und Peter Krüger. Ich habe das jetzt mal von den Kleinsten zu den Größten in die Reihenfolge gesetzt. Danke an alle und danke allen, die heute Dresden auf einen guten Weg bringen und ein gemeinsames Handeln beschließen können. Vielen Dank. Als nächste Fraktion ist die CDU-Fraktion an der Reihe. Herr Krüger, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, dieser Doppelhaushalt hat es in der Tat in sich. Noch unabsehbare Folgen für unsere Wirtschaft. Viele Unternehmen wird es nach der Corona-Krise nicht mehr geben. Vielleicht der ein oder andere vertraute Laden, den wir lieben und schätzen, wird nicht mehr öffnen. Arbeitsplätze werden wegfallen, Steuereinnahmen in nicht unerheblichem Maße ausbleiben. All diese Folgen können wir in Gänze heute noch nicht abschätzen. Umso ambitionierter waren die Ziele, die sich die fünf Fraktionen, ein Novum in diesem Rat, der Kollege hat es gerade erwähnt, gegeben und mit ihrem Änderungsantrag auch untersetzt haben. Anders als ein Chefredakteur einer kleinen Dresdner Tageszeitung hat der Änderungsantrag sehr wohl Profil und es sind auch klar die Richtungen erkennbar. Es ging im Kern darum, ein hohes Investitionsvolumen in der Stadt beizubehalten und auf der anderen Seite auch bestehende Strukturen in der Kunst, im sozialen Sektor oder auch in anderen Bereichen zu erhalten. So wird es niemanden wundern, dass wir uns als CDU insbesondere freuen, wenn das Schul- und Kita-Bauprogramm fortgesetzt werden kann, zusätzliche Planungsmittel für die Straßensanierung eingeplant, aber auch im Sportbereich und für Ordnung und Sauberkeit noch etwas draufgepackt werden konnte. Alles stand unter dem Vorzeichen, dass als Einnahmeposition von der Verwaltung auch drastische Erhöhungen der Kita-Beiträge sowie der Parkgebühren eingeplant wurden. Man konnte schon zum Eindruck gelangen, dass hier zwei Dinge eingebaut wurden, an der sich die Fraktionen erst einmal abarbeiten sollten. Aber wir sehen es heute in unserem Entwurf, es ist uns gut gelungen. Auch die Kreditfinanzierung des neuen Verwaltungszentrums regte zu neuen Überlegungen an. So wird nun die Fertigstellung des Heinz-Steyer-Stadions ähnlich finanziert und schaffte unter anderem Spielräume für weitere Vorhaben. Aber ich sage es hier ganz klar und deutlich, für uns ist damit aber auch eine Linie erreicht, um nicht mit weiteren Projekten dieser Art den Haushalt zusätzlich zu belasten. Man darf noch an die Schreckensekunde erinnern,
als der Finanzbeigeordnete kurz vor den Einschwenken auf die Zielgerade in den Haushaltsverhandlungen mit einem Finanzloch von 119,4 Millionen Euro in der Mittelfristplanung um die Ecke kam. Aber auch hier haben wir das gemeinsam mit den 5 Fraktionen und gemeinsam mit der Verwaltung gemeistert. Natürlich sind in der Deckung dieser Lücke erhebliche Drittmittel und Hilfen des Landes und Bundes enthalten, mithin Schulden für nachfolgende Generationen. Ich verhehle nicht, dass bei aller Freude darüber, dass noch eine ganze Reihe von zusätzlichen Dingen in den Haushalt eingebaut werden konnte, mir noch Bedenken für die Zukunft bestehen. So müssen wir noch eine ganze Menge Hausaufgaben als Rat im nächsten Jahr erledigen, denn die konkrete Ausfinanzierung des Haushaltes bedarf noch schmerzlicher Entscheidungen bezüglich der von mir angesprochenen Gebühren, aber auch bei den Einsparungen in den Geschäftsbereichen der Verwaltung. Hier wird es aus meiner Sicht zum Schwur kommen, wer in der Tat Verantwortung zeigt und nicht nur beim Verteilen von Mitteln, sondern auch beim Sparen mitzieht. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Monate. Zudem dürfte es jedem klar sein, dass die derzeit weit geöffneten Geldschleusen des Bundes und des Landes nicht ewig sprudeln können. Somit wird es auch zu Belastungen unserer Einnahmen kommen, vielleicht sogar zu Haushaltssperren und anderen unpopulären Maßnahmen. Wenn auch manches etwas pessimistisch klingen mag, überwiegt heute die Freude, dass sich 5 Fraktionen auf den Weg gemacht haben, einen gemeinsamen Haushalt zu verhandeln und heute zu beschließen. Es zeigt vor allem Verantwortung eines breiten Teiles des Rates für unsere Stadt und seine Bürger. Ich lade die noch unentschlossenen Kolleginnen und Kollegen ein, ausdrücklich lade ich Sie ein, sich diesem Votum anzuschließen. Recht vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes ist die AfD-Fraktion an der Reihe. Herr Braun, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger. Die Haushaltsverhandlungen standen auf extrem wackeligen Beinen. Der Beschluss, der heute gefasst werden soll, wird ebenfalls umstritten sein, egal was heute genau beschlossen werden wird. Die Haushaltssatzung ist die Grundlage und der Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Der Erlass der Haushaltssatzung gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Stadtrates. Dabei sind wir als Kommune aber nicht frei in der Ausgestaltung unserer städtischen Haushalts- und Finanzplanung, sondern an strenge Regularien gebunden. Die Corona-Krise ist eine schwere Bürde für die städtischen Finanzen. Das bestreitet niemand. Das vergehende Haushaltsjahr hat gezeigt, welche Unsicherheiten mit der Corona-Krise einhergegangen sind. Die Krise ist nicht vorbei. Das zeigt der aktuelle Shutdown auf dramatische Weise. Große Unwägbarkeiten für die kommenden Haushaltsjahre werden uns daher erhalten bleiben. Das hat auch die Genese der Haushaltsverhandlungen gezeigt. Der erste Haushaltsentwurf war noch keinen Tag alt. Da wurde durch den Oberbürgermeister bereits ein Änderungsantrag eingebracht mit einem Volumen von ca. 43 Millionen Euro Mehrbelastungen über die Jahre 2021 bis 2025. Im November wurde der Stadtrat über weitere Mehrbedarfe von 119,5 Millionen Euro informiert. Grüne, Linke, SPD, FDP und CDU, die sich selbst als haushaltstragende Fraktionen bezeichnen, haben vergangenen Montag weitere Ausgabewünsche von knapp 75 Millionen Euro für die Jahre 2021 und 2022 bekannt gegeben. Kurz vor Torschluss hat jetzt auch der Oberbürgermeister gestern um 16.40 Uhr eine Ergänzung zur Haushaltssatzung verschickt, die nicht sofort von der Rechtsaufsicht kassiert werden würde. Das Wünscht dir was der Lieblingsprojekte der haushaltstragenden Fraktionen hingegen ist völliger Murks. Abgesehen davon, dass hierdurch vermeintlich erfahrene Haushälter einfach irgendwelche Deckungsmittel frei erfunden wurden, haben sie sich quasi nur mit der Ausgabenseite beschäftigt. Jeder durfte seine Wunschprojekte in den gemeinsamen interfraktionellen Änderungsantrag hineinschreiben. Über eine solide Finanzierung haben sie sich keine Gedanken gemacht. Stattdessen soll der Oberbürgermeister eine Liste mit Einsparpotenzialen im investiven und konsumtiven Bereich
auf den Weg bringen. In einer Gesamthöhe von 77 Millionen Euro, die in ferner Zukunft im Stadtrat diskutiert und beschlossen werden soll. Die deutlichen rechtlichen Einwände gegen diese Praxis haben Sie im Finanzausschuss einfach negiert. Mit Seriosität hat das nicht das Geringste zu tun. Beim Geldausgeben haben Sie keine Schwierigkeiten, beim Geldeinsparen aber fehlt der Mut und die Courage, auch mal dem eigenen Wählerklientel schmerzhafte Einschnitte verkaufen zu müssen. Hoffen die fünf beteiligten Fraktionen, dass Finanzbürgermeister Lames bis dahin noch ein paar Millionchen unterm Sofa findet? Oder dass die Steuereinnahmen nach dem gegenwärtigen Shutdown durch die Decke gehen? Die AfD-Fraktion hat Ihnen einen eigenen Änderungsantrag vorgelegt, zu dem Frau Dr. Schöps noch nähere Ausführungen machen wird. Wir wollen Beitragsstabilität bei den Kita-Gebühren und den Parkgebühren. Wir wollen den Wirtschaftsstandort Dresden stärken und bessere Anreize für Unternehmen schaffen. Wir wollen eine schlanke Bürokratie. Und im Gegensatz zu Ihren Haushaltsvorstellungen sind unsere Vorstellungen gegenfinanziert. Schließlich gibt es zahlreiche Einsparpotenziale in allen jenen Bereichen, die in den vergangenen Jahren von Rot-Rot-Grün aufgebläht wurden. Einsparpotenziale einer linksgrünen Politik, die Sie, meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, nun leider augenscheinlich mittragen wollen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Schäuber. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, der Umstand, dass sich fünf sehr unterschiedliche Fraktionen auf die wichtigste Entscheidung des Jahres verständigt haben, zeigt, wie ernst und herausfordernd die gegenwärtige gesellschaftliche Lage ist. Diese außergewöhnliche politische Konstellation beweist aber auch, dass gemeinsame Entscheidungen möglich sind und in einer Situation, in der es wirklich darauf ankommt, die Mehrheit bei allem tagespolitischen Streit in der Lage ist, das große Ganze in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. Und das, meine Damen und Herren, das ist ein wichtiges politisches Signal in der gegenwärtigen Ausnahmesituation, die die Menschen und die Gesellschaft insgesamt in besonderer Weise herausfordert. Angesichts der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie haben sich die an den Haushaltsverhandlungen Beteiligten darauf konzentriert, vorhandene Probleme in der Sache zu lösen und zügig voranzukommen, damit heute hier im Rat die notwendigen Entscheidungen getroffen werden können. Wir waren uns einig, dass der Haushaltsentwurf von Oberbürgermeister Hilbert der Verantwortung für die weitere Entwicklung unserer Stadt noch nicht ausreichend gerecht wird und deutliche Verbesserungen nötig sind. Denn wenn jetzt falsche Weichenstellungen vorgenommen würden und notwendige Schritte unterlassen würden, drohten soziale, kulturelle und wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie verschärft zu werden, anstatt diese abzumildern. Es hätte fatale Konsequenzen, wenn aufgrund von Kürzungen wesentliche Aufgaben im Sozialbereich, in der Jugendhilfe und der Kultur nicht erfüllt werden könnten. Gerade diese Bereiche sind es aber, denen bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Krise eine immens wichtige gesellschaftliche Bedeutung zukommt. Und gerade die Kunst- und Kulturschaffenden, die leiden ganz besonders. Viele sind in ihrer Existenz bedroht. Ihnen nun auch noch durch Kürzungen das Leben
zusätzlich schwer zu machen, das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Und deshalb haben wir gehandelt und bei der kommunalen Kulturförderung zusätzlich 750.000 Euro bereitgestellt. Und damit die bestehenden Einrichtungen und Angebote der Jugendhilfe erhalten bleiben, haben wir von der Linken mit ganzer Kraft gegen die von Oberbürgermeister Hilbert geplanten Kürzungen gekämpft. Und es ist ein wichtiges Verhandlungsergebnis, dass diese Streichungen abgewendet werden konnten. Und auch und gerade für die Familien mit Kindern stellt die aktuelle Situation eine große Belastung dar. Homeoffice, parallel dazu die Kinderbetreuung und die Bewältigung des ohnehin anspruchsvollen Alltags bringen die betroffenen Eltern vielfach an die Belastungsgrenze. Und in so einer Lage dann zum Dank noch kräftig die Kita-Beiträge zu erhöhen, das wäre der blanke Hohn. Und deshalb war es uns ein wichtiges Anliegen, diese Erhöhung abzuwenden. Und ich finde, es ist ein gutes Ergebnis, dass uns das gelungen ist. Aber es gibt auch andere wesentliche Themen, die nicht aus dem Blick geraten dürfen. So legen wir mit diesem Haushalt die Grundlage dafür, dass der soziale Wohnungsbau fortgesetzt werden kann. Wir haben in der vergangenen Wahlperiode die Weichen dafür gestellt mit der Gründung unserer neuen städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Und es war immer klar, es wird einige Jahre dauern, bis die notwendigen Wohnungen entstanden sind. Und jetzt haben sich die Kräne gedreht. Sie drehen sich weiter. Die ersten Häuser sind übergeben worden und genau das soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Deshalb ist es so wichtig. Und wir haben auf den letzten Metern wieder einmal die Kohlen aus dem Feuer geholt für Dynamo Dresden und haben hier in den letzten Tagen noch einiges bewältigt. Und wir setzen mit diesem Haushalt auch wichtige finanzielle Impulse für den Fernsehturm, für die Robotron-Kantine und für das Sachsenbad. Jedes dieser Gebäude ist ein bedeutendes architektonisches Dokument der Zeitgeschichte. Viele Menschen wünschen sich von ganzem Herzen, dass diese Bauten mit ihren jeweiligen Besonderheiten erhalten bleiben, in Ordnung gebracht werden und wieder öffentlich nutzbar gemacht werden. Daraus leitet sich aber auch ein Handlungsauftrag ab an den Oberbürgermeister und an den Stadtrat. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit folgendem Gedanken schließen. Wir werden heute eine wichtige Entscheidung treffen, bei der es um eine Menge Geld geht. Um die gegenwärtige Krise meistern zu können, sind aber die Milliarden aus der Staatskasse und die Millionen aus der Stadtkasse allein nicht ausreichend. Ganz wesentlich sind auch die von vielen Menschen gelebten Werte wie Solidarität, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Gemeinschaftssinn. Und an eben diese Erfahrungen sollten wir auch in der Nach-Corona-Zeit anknüpfen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin Frau Frohwieser für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, vor allen Dingen im Stream. Als Vorsitzende der SPD-Fraktion stehe ich heute hier vor Ihnen unter dem Eindruck eines Inzidenzwertes von über 400 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern mit Corona, den die Stadt gestern meldete. Null Plätze auf Intensivstationen und 5 weitere Menschen sind gestern in unserer Stadt gestorben. Kinder können nicht in die Kita oder in die Schule. Viele Familien werden sich diese Weihnachten nicht sehen oder in den Arm nehmen können. Ich denke an die Radeberger Stadträtin Cordula Hess, die am 16. November mit nur 61 Jahren gestorben ist. Für ihre Familie, für viel zu viele Familien, gibt es nie wieder gemeinsame Weihnachten.
Corona fordert uns in unbekannter Weise heraus. Wir, die wir unser ganzes Leben in einem friedlichen, in einem freien Europa leben können, haben zwar die Zeit der politischen Wende erlebt, aber auch diese war geprägt von Chancen, von Hoffnungen. Und Corona zeigt uns unsere Verletzlichkeit. Corona macht uns Angst, macht viele Menschen traurig, macht viele Menschen einsam. Und gerade deshalb sind wir heute hier. Mit Masken, mit Abstand, mit dem Verantwortungsbewusstsein, für das wir gewählt wurden. Wir beschließen heute hier gemeinsam einen Haushalt. Und für die SPD-Fraktion kann ich sagen, aus voller Überzeugung, dieser breit getragene und demokratisch hart errungene Kompromiss ist ein guter. Mit diesem kommen wir gemeinsam solidarisch aus der Krise. Denn dieser Haushaltsbeschluss steht zum einen für den Zusammenhalt in unserer Demokratie. Er steht zum zweiten dafür, gemeinsam eben solidarisch aus dieser Krise zu kommen. Und er steht zum dritten für unseren sozialen Wohlfahrtsstaat. Ja, auch hier ganz konkret mit unserem städtischen Haushalt. Mit den Worten der Bundestagsabgeordneten Daniela Kolbe nach 25 Jahre nach den Freien Volkskammerwahlen in der DDR: Demokratie ist eben kein Wünsch dir was, sondern harte Arbeit, Auseinandersetzung, miteinander reden, Geduldsprobe und manchmal Zumutung. Bei allen Differenzen, die die 5 Fraktionen am Anfang hatten, das Ergebnis ist gelungen. Wir haben gemeinsam einen sozialen und im Kern dauerhaft schuldenfreien Haushaltskompromiss gefunden. Dafür möchte auch ich den Kolleginnen und Kollegen der anderen 4 Fraktionen danken. Und ich danke unserer SPD-Finanzpolitikerin Viola Vogel für ihr unermüdliches Kämpfen für soziale Gerechtigkeit und auch für das Aushalten mancher Zumutungen der Demokratie. Wir beweisen heute hier gemeinsam den Menschen in unserer Stadt, Dresden ist und bleibt handlungsfähig und kommt mit einem belastbaren Haushaltskompromiss gut aus dieser Krise. Als Stadtrat geben wir der Verwaltung dafür die politischen Leitlinien vor. Wir bestätigen das hohe Investitionsniveau von 1 Milliarde Euro in den kommenden 5 Jahren, die wir vor allem für Schulen und Kitas investieren. Und zwar trotz der im November zusätzlich prognostizierten fehlenden 119 Millionen Euro. Wir werden hier in geringem Maße nachsteuern müssen. Dafür verlangen wir von der Stadtverwaltung konkrete und innerhalb der Verwaltung abgestimmte Vorschläge. Aber ja, wir verpflichten uns auch gemeinsam dafür, das verantwortungsvoll zu prüfen und diesen Weg gemeinsam weiterzugehen. Dieser Haushalt ist ein sozialer Haushalt. Wir bekennen uns heute hier gemeinsam zum sozialen Zusammenhalt, zur sozialen Daseinsvorsorge in unserer Stadt. Für meine Fraktion waren in diesen Haushaltsverhandlungen 5 Ziele wichtig und ich bin froh darüber, dass die anderen Fraktionen diese mitgetragen haben. Wir belasten Eltern in der Pandemie nicht zusätzlich durch steigende Beiträge für die Kinderbetreuung. Wir sorgen dafür, dass die Stadt stärker als von der Verwaltung geplant in den sozialen Wohnungsbau investiert. Wir investieren in eine ganze Vielzahl von Klimaschutzmaßnahmen, darunter Parkerweiterungen wie im Südpark oder Alaunpark, energetische Gebäudesanierungen oder den weiteren Ausbau von Bus und Bahn. Und vor allen Dingen, wir korrigieren die eine oder andere Schieflage, die es durchaus im Verwaltungsentwurf innerhalb einzelner Geschäftsbereiche gegeben hat. Auch wenn allen klar war, Kostensteigerungen können wir in dieser Zeit nicht ausgleichen. Beim genaueren Blick in die Zahlen mussten wir doch feststellen, dass in einzelnen Geschäftsbereichen eine Erhöhung an der einen Stelle mit drastischen Reduzierungen an der anderen Stelle einherging, nämlich bei der Arbeit der vielen Vereine, Initiativen und freien Träger in unserer Stadt. Das korrigieren wir gemeinsam. Die freie Kulturszene, die zu Recht seit Jahren um faire Arbeitsbedingungen kämpft und unter Corona besonders leidet, halten wir finanziell auf Vorjahresniveau. Das gilt ebenso für die Zuschüsse an die Volkshochschule oder das Hygienemuseum und die versprochenen anständigen Honorare für freie Lehrkräfte. Ebenso für die Jugendhilfe, die soziale und Gleichstellungsarbeit. Denn diese Arbeit ist in unserem Wohlfahrtsstaat gerade jetzt unverzichtbar. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, bitte gehen wir gemeinsam diesen Weg, diesen demokratischen Weg weiter. Auch heute hier in der Debatte ringen wir fair und gemeinsam um den richtigen Weg, als Stadtgesellschaft solidarisch aus dieser Krise zu kommen. Und zeigen wir den Menschen in unserer Stadt heute gemeinsam, welche Chancen und Hoffnungen im Jahr 2021 für unsere Stadtgesellschaft warten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles und vor allem gesundes Weihnachtsfest.
So, damit wäre zunächst die Fraktionsrunde beendet. Ich würde Herrn Dr. Lammes kurz bitten, zu der aufgeworfenen Frage Dynamo noch mal etwas zu sagen. Und ansonsten würde ich die Zwischenzeit nutzen, mal zu gucken, ob es weitere Wortmeldungen gibt. Ja, vielen Dank zu dem Dynamo-Thema. Ist ja kolportiert worden verschiedentlich, dass die Verwaltung das Thema vergessen hätte. Das war mitnichten der Fall. Selbstverständlich haben wir das berücksichtigt und auch bedacht bei der Beschlussfassung in diesem Haushalt. An Gedächtnisverlust scheint eher der oder die eine oder andere im Stadtrat zu leiden, denn Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr an den 9. Mai 2019. Da haben wir hier einen Zuschuss für die Spielzeit 2019-20 und die Spielzeit 2018-19 beschlossen in Höhe von in der Tat 1,5 Millionen Euro. Und wir haben deutlich gemacht, dass eine erneute Zuschussleistung in vergleichbarem Punkt einer neuen Vereinbarung und eines neuen Stadtratsbeschlusses bedarf. Und dafür kann man grundsätzlich auch Geld einplanen. Wir haben es aber der Sache nach auch getan. Zur Erläuterung. Im Moment haben wir den Drittligafall. Das heißt, wir wissen es alle und ein bisschen leiden wir auch dran, Dynamo spielt in der dritten Liga. Oder manche leiden dran. Gut, wie auch immer. In dieser Konstellation sinkt die Miete, die Dynamo zu zahlen hat, um ca. 1,6 Millionen Euro im Jahr, ohnehin. Und wir haben eine weitere Besonderheit zu verarbeiten, nämlich die Corona-Situation, da insbesondere zuschauerbezogene Anteile der Miete auch noch mal zurückgehen, haben wir eine ganz besondere, ganz individuelle Mietsituation. Darüber reden wir mit dem Verein, mit der Projektgesellschaft und ich gebe es offen zu, wir tüfteln auch ein bisschen an einer Lösung. Aber so viel kann man sagen, wenn der politische Wille da ist, eine solche Lösung zu machen, dann wird es am Gelde nicht scheitern. Wir reden da im Zweifel auch über andere Beträge, als sie bisher gezahlt worden sind. Keinesfalls ist es Sinn und Zweck einer solchen Beihilfe, dem Verein in der gegenwärtigen, ohnehin schwierigen Situation durch die Corona-Krise zu helfen. Das sind ganz andere Felder, auf denen wir uns da bewegen. Und das müsste auch für den Profifußball, denke ich, in Deutschland insgesamt geregelt werden, wenn man da einen Hilfsbedarf sieht. Denn in dieser schwierigen Situation sind dort alle Wettbewerber. Wenn dann in der nächsten Spielzeit Dynamo wieder erwarten, immer noch in der dritten Liga spielen sollte, haben wir diese Konstellation ganz genauso. Wir müssen den Drittligafall auch noch mal betrachten, dort die marktkonforme Miete ermitteln und eine entsprechende Förderung aushandeln. Auch das würde am Gelde nicht scheitern. Wenn hingegen Dynamo, wie wir alle hoffen und auch ein bisschen wünschen können, in die zweite Liga aufsteigt, dann sinkt unser Zuschuss an die Stadionprojektgesellschaft wiederum um ungefähr 1,5 Millionen Euro. Aber wir waren einfach so frei und haben für den Rest des Haushalts den Drittligafall geplant. Das heißt, diese 1,5 Millionen Euro hätten wir dann übrig. Und dann ist es eine Frage der politischen Willensbildung, wo wir diese 1,5 Millionen Euro dann hinlenken. Also Entwarnung, denke ich, an dieser Front. Ein bisschen Schattenboxen und Theater
um nichts. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, das steht auch im Beschluss drin. Alle drei Partner, wir müssen zu einer solchen Vereinbarung kommen, da sind wir aber auch ernsthaft dran. So, vielen Dank erstmal. Jetzt kommen wir zu weiteren Rednern. Ich darf aufrufen in der Reihenfolge Herr Dr. Teppe, Frau Dr. Schöps, Herr Lomme. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Lassen Sie mich auf einige Aspekte dieses Haushalts eingehen, die für uns Grüne besonders wichtig sind. Für uns bleibt der Klimaschutz auch in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie eine städtische Aufgabe von höchster Priorität. Wir nehmen den diesbezüglichen Beschluss des Stadtrats vom 30. Januar dieses Jahres auch in diesen Zeiten sehr ernst. Deshalb war es uns in den interfraktionellen Verhandlungen zu diesem Doppelhaushalt sehr wichtig, die geringen Verteilungsspielräume zu nutzen, um gegenüber dem Verwaltungsentwurf ein deutliches Zeichen für mehr Klimaschutz, für ein besseres Stadtklima, für mehr und bessere Rad- und Fußwege und für mehr Naturschutz zu setzen. Dieses ist uns gelungen. Während andere vor allem über Kompensationen für Kürzungen im Verwaltungsentwurf oder die Rücknahme von Gebührenerhöhungen verhandelten, haben wir ein echtes Plus, einen echten Mehrwert für Klima, Umwelt und Stadtentwicklung in diesen Haushalt hineinverhandelt. Wir haben ein 1,1 Millionen Euro teures Energieeffizienzpaket geschaffen, mit dem Beleuchtungen und Heizungsanlagen in städtischen Gebäuden CO2-sparend optimiert werden können. Wir geben dem Klimaschutzstab wieder genügend Mittel und haben ihm die Aufgabe zugewiesen, einen Wärmeplan für die Landeshauptstadt zu erarbeiten. Wir sorgen mit 2,5 Millionen Euro für 1000 neue Bäume, damit wir endlich mit unserem Straßenbaumkonzept vorankommen. Und wir stellen 500.000 Euro zusätzlich zur Verfügung, um unsere durch Klimawandel und Trockenheit gestressten Bäume besser pflegen und erhalten zu können. Wir haben dafür gesorgt, dass die Kreuzstraße zu einem baumbestandenen Boulevard umgestaltet werden und der Promenadenring weiter wachsen kann. Wir haben erreicht, dass für den Naturschutz über 300.000 Euro mehr zur Verfügung stehen. Wir haben zusätzlich gesichert, dass das Blaue Band als Leuchtturmprojekt für Biotopvernetzung und Naherholung im Dresdner Südosten weiter geplant werden kann und Fördermittel des Bundes nicht verloren gehen. Wir sorgen mit 1,6 Millionen Euro zusätzlich dafür, dass Radfahrende sich in Dresden wesentlich sicherer bewegen können, Unfallschwerpunkte entschärft und sichere Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. Und wir haben erreicht, dass die Stadtbahnlinie 5 zügig weitergeplant werden kann und ein Bildungsticket den ÖPNV noch attraktiver macht. Last but not least haben wir im Bereich der Kultur, Sozietätsart, Theater und Kreativwirtschaft besser abgesichert. Wem das alles noch nicht genug ist, dem oder der sagen wir, natürlich hätten wir uns auch noch mehr vorstellen können. Aber wir waren in diesen Haushaltsverhandlungen diejenigen, die entschieden für mehr Klimaschutz und die Mobilitätswende gekämpft haben. Und das waren eben bei weitem nicht alle. Und angesichts dessen können wir stolz sein auf das Erreichte. Wir sind aber auch dankbar für die sehr detaillierten Einwendungen und Vorschläge von Parents, Scientists und Fridays for Future zu diesem Haushalt und nehmen sie sehr ernst. Und wir können euch heute sagen, ein großer Teil eurer Forderungen ist in unserem Energieeffizienzpaket abgebildet. Und sobald sich weitere Spielräume ergeben, werden wir für mehr sorgen. Klimaschutz findet aber nicht nur im städtischen Haushalt und auch nicht in erster Linie im städtischen Haushalt statt. Er findet bei jedem Neubauvorhaben statt. Passivhausstandard, PV-Dachanlagen und Begrünung, dafür müssen wir sorgen. Klimaschutz findet mit der Verkehrswende statt, die wir weiter voranbringen müssen. Und den Weg zur Klimaneutralität müssen wir mit unserem neuen Energieversorger Sachsen Energie gehen.
Und dem haben wir die Aufgabe in die Wiege gelegt, eine Strategie zur Klimaneutralität bis 2035 zu erarbeiten. Und PV-Anlagen auf städtischen Dächern werden wir in erster Linie mit der Sachsenenergie realisieren und damit auch haushaltsneutral. Nun ein letztes Wort zu dem Ergänzungsantrag von Martin Schulte-Wissermann. Lieber Martin, du hast es natürlich sehr einfach, denn du musst keine Kompromisse eingehen. Wenn du 20 Millionen Euro zusätzlich für einen kreditfinanzierten Klimaschutzfonds forderst, dann weißt du genau, dass das hier nicht mehrheitsfähig ist und wohl auch einer Prüfung durch die Landesdirektion nicht standhalten wird. Das ist ein Schaufensterantrag und so etwas lehnen wir ab. Für den hilfsweisen Antrag haben wir inhaltlich mehr Sympathie. Die Mehrheit meiner Fraktion wird ihn aber ablehnen, um den guten Haushaltskompromiss nicht zu gefährden. Einzelne von uns werden sich aber hier enthalten. Schlussendlich wird meine Fraktion geschlossen dem interfraktionellen Änderungsantrag zum Haushalt zustimmen und damit ein wichtiges Zeichen für ein umwelt- und klimafreundlicheres Dresden setzen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin Frau Dr. Schöps und dann Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Lateiner unter Ihnen werden eher mit gemischten Gefühlen an Seneca denken. Dabei ist zwar eher auf dieses eigene sprachliche Unvermögen als auf den Autor zu schließen, aber lassen wir es. Seneca schrieb: Die Ehre verbietet häufig, was das Gesetz erlaubt. Unter dieses Motto stelle ich den vorliegenden Haushaltsentwurf samt aller Änderungsanträge der Verwaltung und der Allianz der verbrauchten Parteien in diesem Stadtrat. Der Doppelhaushalt, den dieser Stadtrat heute beschließen soll, ist nämlich ein Deal zwischen den Grünen mit den Mehrheitsbeschaffern aus SPD, Linken, CDU und FDP. Wir als einzige ernsthafte Oppositionspartei sind dabei außen vor geblieben. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar dafür. Dankbar, weil wir erst gar nicht in Versuchung geführt wurden. In Versuchung geführt, für ein paar Brotkrumen zuzustimmen. Wir sind als AfD nämlich nicht bereit, Mehrheitsbeschaffer für falsche Weichenstellungen und ein verheerendes Signal in der Krise zu sein. Danke also für die ersparte Lebenszeit. Ich würde mich außerdem als finanzpolitische Sprecherin meiner Fraktion ausgesprochen schämen, einen solchen Antrag in der Öffentlichkeit zu präsentieren, wie Sie das getan haben. Ich beziehe mich auf den Ursprungsänderungsantrag der Fraktion aus dem Finanzausschuss. Sowas an Dreistigkeit habe ich in meinem nun schon etliche Jahre dauernden politischen Engagement noch nicht gesehen. Man gibt fleißig Geld aus, das wir nicht haben. 10 Seiten sind voll gefüllt mit Wünschen, ideologischen Träumereien und Geschenken, Ausgaben, die wir uns angesichts der Krise nicht leisten können. Zu einem seriösen Änderungsantrag zu einem Haushalt gehört eine verbindliche Aussage darüber, wo die Mehrausgaben denn herkommen sollen. Wer soll die Kohle ranschaffen, würden die Leute da draußen vielleicht denken jetzt. Sie schieben den schwarzen Peter der Verwaltung zu. Sie beanspruchen 46 Millionen für Investitionen, 31 Millionen für den Ergebnishaushalt und rufen zum OB, sehen Sie mal selber zu, wo die Kohle herkommt. Anders gesagt, Sie wollen dem Bürger das Lob für Ihre Geschenke abbringen, aber gleichzeitig soll die Verwaltung die Prügel für die Kürzungen und Einsparungen einstecken. Wie entlarvend, kann ich nur sagen. Das Absurdeste ist aber, dass die Verwaltung gestern, das war 16.40 Uhr, noch schnell kurz vor der Angst, einen weiteren Ergänzungsantrag nachgeschoben hat zum Finanzausschussbericht, um eben diese Defizite einigermaßen glatt zu ziehen. Ich muss Ihnen sagen, das war ganz großes Kino, wirklich absolut großes Kino, wie diese Haushaltsverhandlungen hier gelaufen sind. Und man muss feststellen, dass lediglich die nicht ganz so schlecht wie erwartet ausgefallene Steuerschätzung vom November und die mehrfach nachberechneten Finanzspritzen von Bund und Freistaat in Millionenhöhe die Stadt vorerst vor einem finanziellen Desaster bewahrt haben. Der zweite Lockdown wird wahrscheinlich jetzt endgültig die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg mit einer nie dagewesenen Pleitewelle einleiten. Aber wie gesagt, ist ja alles kein Problem. Der Haushaltsentwurf stimmt auf dem Papier und nun wird alles gut. Daran glaube ich nur leider nicht.
Denn selbst auf dem Papier geht die Rechnung deshalb auf, weil unter anderem mit einem ganz hinterlistigen Taschenspielertrick gearbeitet wurde. Die Aushebelung des Neuverschuldungsverbotes in der Hauptsatzung durch die Etablierung von Sondervermögen. Das heißt, Investitionen werden in städtische Gesellschaften verschoben, die sollen dann Kredite aufnehmen und die Stadt zahlt überhöhte Zuschüsse dann letztlich indirekt eine Art weiteren Kredit diese Kreditaufnahmen wieder ab. So habe ich mir das nicht vorgestellt, das wird es mit uns nicht geben. Was haben wir als AfD nun für eigene Ansätze? Wie ist unser alternativer Haushaltsentwurf? Wir werden auf alle Fälle die Gewerbesteuer, den Gewerbesteuerhebesatz senken, da wird mein Kollege noch was zu sagen. Wir wollen ein Konzept für die Start-up-Förderung in Auftrag geben und wir zocken vor allen Dingen die Bürger nicht ab. Wir sind gegen die Erhöhung von Kita-Gebühren und Parkgebühren. Und da muss ich echt sagen, AfD wirkt, denn wir haben gesehen, sie haben kalte Füße bekommen, weil wir am Ende plötzlich so gut wie alleine auf der Seite der Bürger standen und sie waren auf der anderen Seite und deshalb ist das Thema Gebührenerhöhung jetzt erstmal von der Tagesordnung genommen worden. Welch ein Erfolg, auch für eine Oppositionspartei. Wir sind für eine schlanke Verwaltung, wollen Personalaufwuchs reduzieren, den es in letzter Zeit ja erheblich gegeben hat, wollen einen weiteren Kahlschlag in Kultur- und sozialen Bereich natürlich nicht mitgehen, sondern stehen zur Förderung in beiden Bereichen. Allerdings gibt es auch hier Einsparpotenziale, die wir aufgezeigt haben. Wichtig ist uns Ordnung und Sicherheit mit dem gemeindlichen Vollzugsdienst. Hier soll es mehr Stellen geben. Wir wollen natürlich auch in Sachen Familiennachzug eine Gesundheitsuntersuchung ermöglichen für alle Asylbewerber und gleichzeitig die Flüchtlinge wieder zentral unterbringt, denn so sparen wir erstens Geld und zweitens gewinnen wir Wohnraum. Uns ist wichtig, dass Stauseebad Kossebaude, hier soll es Geld geben, eine neue ÖPNV-Linie für den Dresdner Westen und letztlich wollen wir auch für die Friedhöfe eine Förderrichtlinie etablieren, wo die Pflege und Sanierung von Kunstdenkmälern durch Ehrenamtliche unterstützt werden sollen. Und ich beende, ich bin schon über der Zeit, meine Rede wieder mit Seneca. Zwei Dinge verleihen der Seele am meisten Kraft. Vertrauen auf die Wahrheit und Vertrauen auf sich selbst. Und das gilt für die AfD, gilt für diesen Stadtrat und für alle Bürger in der Krise. Und ich hoffe, dass Sie und wir alle gut durchkommen und das Beste für unsere Stadt erreichen. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Lommel, dann Frau Filusine. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die AfD-Stadtratfraktion unterscheidet sich in einem Punkt zu allen anderen Fraktionen mit der Idee, eine Gewerbesteuerlastreduzierung in dem Fall von 450 auf 445 Punkte im nächsten Haushalt vorzuschlagen. Wir hätten sicherlich ohne Corona hier eine deutlichere Hebelwirkung und Wettbewerbsvorteil der Stadt und zugunsten der Gewerbesteuerzahler einpreisen wollen. Aber jetzt geht es erst einmal darum, ein Signal zu zeigen, dass etwas möglich ist. Die eingereichte Ersparnis für die Unternehmer, etwa 3 Millionen durch die Senkung des Hebesteuersatzes, das muss man übersetzen, ist nicht viel für jeden Einzelnen, würde aber eine maximale Signalwirkung in andere Städte, in andere Regionen Deutschlands bringen. Man bräuchte gar keine Werbung mehr machen, denn man würde spüren, in Dresden ist eine unternehmerfreundliche Situation geschaffen. Aber dazu mehr. Für viele Gewerbetreibende sieht die Situation aus. Die Gewinne werden in den nächsten Jahren massiv ausfallen. Die Gewerbetreibenden werden von der Steuerlast zwar reduziert werden, weil sie keine Gewinne oder weniger machen, aber die Steuer, die sie noch zahlen müssen, wird sie sehr stark daran hindern, wieder aufzubauen und modern das Unternehmen nach Corona aufzustellen. Erst später, aber jetzt wollen wir uns mal schauen, wie es weitergeht. Gott sei Dank haben wir keinen Krieg gehabt, aber wir haben den bedeutendsten Einschnitt nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Und wenn das so ist, muss man an die Zeit zurückdenken, wo eben Krieg damals zu Ende war. Die Steuerlast war nicht so gering. Und wenn die Steuerlast so hoch gewesen wäre wie heute, wäre das Wirtschaftswunder nie möglich gewesen. Ich darf aus einer Stadtratsrede von Weihnachten 2019 zitieren, einer anderen Großstadt. Und jetzt wird es interessant.
Zitat: Der Stadtrat hat heute die Senkung einer Gewerbesteuerhebesatz von 475 auf 250 Punkte im Rahmen des Haushaltsbeschlusses für 2020 beschlossen. Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende, so hier hat es der griechische Philosoph Demokrit beschrieben. An anderer Stelle führt der Stadtrat weiter aus: Ich bin froh, dass wir mit großer Mehrheit uns dazu entschlossen haben, diesen mutigen, aber nicht übermäßigen Schritt zu gehen und haben die Gewerbesteuer auf 250 Punkte gesenkt. Der Appell an den Oberbürgermeister formuliert er weiter: Unsere Verantwortung und ganz bewusst Ihrer, Herr Oberbürgermeister, liegt darin, zu sorgen, dass wir den Mut in den nächsten Monaten nicht verlieren und in den Jahren. Soweit der CDU-Stadtrat Stefan Hebbel aus der Großstadt Leverkusen. Ein halbes Jahr später in Leverkusen, die Corona-Krise. Die IHK zu Köln lobt Leverkusens aktuelle Gewerbesteuerpolitik und nennt sie beispielhaft für die Region. Ich erlaube es zu zitieren. Das Beispiel Leverkusen beweist, dass auch mit niedrigen Hebelsteuersätzen respektable Steuereinnahmen erzielt werden können, so Achim Hoffmann, Steuerexperte der IHK. Und weiter: Das Niveau der anderen Kommunen sei zu hoch, um den Steuerwettbewerb mit anderen Kommunen, vor allem Süddeutschland, durchzusetzen. Die Expertise der IHK sieht einen weiteren Steuernachteil mit Bayern und Baden-Württemberg. Es geht also nicht um die Umlande, wie das häufig so gesagt wird, also mit den Gemeinden im ländlichen Bereich. 3 Monate später, August wiederum, berichtete die städtische Wirtschaftsförderung von Leverkusen von vielfältigen Bauvorhaben, Interesse von Unternehmen, Investoren auf der digitalen Polis der Convention. Trotz Corona-Krise geht der Oberbürgermeister von Mehreinnahmen aus. Ortswechsel. Allerdings das gleiche Thema, wir gehen zurück in Osten, jetzt Neubrandenburg. In der Corona-Krise denkt die CDU Neubrandenburg laut über eine Senkung der Gewerbesteuer nach, ich zitiere: Wir sind eine steuerstarke Gemeinde, die geplanten finanziellen Einnahmen der Stadt im Jahr 2020 aus den Gewerbeeinnahmen liegen bei 28 Millionen und weiter. Wir müssen darüber reden, wie wir das Gewerbe langfristig sichern können, also eine kurzfristige Entlastung. Diese Maßnahmen sei auch als Zeichen der Wertschöpfung der Unternehmen gedacht, die das alles hier zu buckeln und zu stemmen haben. Vergleich, aber vielleicht muss es Dresden gar nicht machen, weil Dresden so toll aufgestellt ist. Kann ja sein, dass das alles nicht notwendig ist. Wir schauen uns mal die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu Leipzig an. Da haben wir in Leipzig vor 10 Jahren 174 Millionen und heute 305. Dresden hatte, ja, 208. Herr Lommel, ich darf Sie bitten, zum Schluss zu kommen. Ihre Redezeit läuft ab. Oh, der Oberbürgermeister ist davon gekommen. Gut, wie dem auch sei, da mache ich das ganz schnell. Auf jeden Fall ganz kurz ausgesprochen: Bei uns haben wir ungefähr 600-700 Gewerbeabmeldungen im Vergleich zu den Zugängen. Gewerbe läuft uns weg. Herr Lommel, Entschuldigung, Ihre Redezeit ist schon längst überschritten. Naja. Die 5 Minuten sind vorbei und bitte beenden Sie Ihren Satz. Gut, also. Sie haben gesehen, es würde funktionieren. Gewerbesteuer kann man senken, nur nicht hier in Dresden. Vielen Dank. So, als nächste Rednerin Frau Filiosine, dann Herr Blöten und dann Herr Giesling. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, die uns heute hier zuschauen. Frau Dr. Schöps, ich freue mich, zu dieser Allianz der angeblich verbrauchten Parteien zu gehören. Und umgekehrt sage ich zu Ihnen, Sie sind doch mit Ihrer Politik und Ihrem Agieren mit Schuld, dass sich die Corona-Krise überhaupt so zugespitzt hat, wie sie Frau Frohweser vorher sehr eindringlich geschildert hat. Also wenn sich jemand hier im Raum für irgendwas schämen sollte, dann würde ich sagen, wären Sie dran. Das Zweite ist, ja, das war der Konsens dieser eben genannten Fraktionen. Wir wollten gerne, das war der Anfangskonsens, Strukturen erhalten in dieser Stadt. Und
jetzt frage ich auch noch mal in diese rechte Ecke hier. Sie wollen dies offenkundig nicht. Welches Signal senden Sie hier eigentlich nach draußen? Sie tun immer so sozial, aber Sie tragen den sozialen Wohlfahrtsstaat. Auch den hat gerade Frau Frohwieser sehr deutlich noch mal geschildert, gar nicht mit. Zum Thema Freie Wähler. Herr Genschmal, wir kennen uns ja schon sehr lange. Sie waren ja in unterschiedlichsten Konstellationen unterwegs. Aber Sie stellen sich selbst doch ins Aus, indem Sie immer wieder als rechte, undemokratische Kraft und verlängerter Arm der AfD agieren. Also Sie, von daher sind Sie von alleine sozusagen vor der Tür. Und Herrn Zastrow muss ich jetzt doch mit einem gewissen Schmunzeln sagen, Sie hätten ja schon beim letzten Mal die Gelegenheit gehabt, mitzuspielen, wie Sie das so schön sagen. Ich weiß noch genau, wie wir da saßen und mit Ihnen verhandeln wollten, aber Sie haben sie damals ja nicht wahrnehmen wollen. Und ich sage mal, Herr Blödner hat dann zum Glück nicht nur die zitierten Gastspiele gegeben, sondern sehr ernsthaft und sehr kompetent und wie ich mir habe erzählen lassen, auch immer bestens vorbereitet, verhandelt. Ergebnis ist jetzt bekannt. Ein weiteres. Ah ja, interessantes Thema. Dynamo. Hier muss ich jetzt mal wirklich sagen, lieber Peter Lames, hätte ich mir wirklich gewünscht, wenn der Zuständige, in dem Fall im doppelten Sinne Bürgermeister, weniger als Jurist und mehr als Sportbürgermeister agiert hätte. Denn nach meiner Kenntnis ist ja der Antrag schon am 24.06. damals noch vor dem letzten Spieltag gestellt worden. Und ich muss sagen, wenn es da dann tatsächlich vielleicht noch formale Hindernisse gab, das in Sack und Tüten zu bringen, das wäre, glaube ich, schon möglich gewesen. Deswegen bin ich außerordentlich dankbar, dass es auch noch gelungen ist, diesen sehr guten Beschlusspunkt jetzt mit einzufügen in den gemeinsamen Änderungsantrag. Eine kleine Klarstellung möchte ich noch machen und schon gleich, wenn die Freien Wähler finden, wir hätten das jetzt bei Ihnen abgekupfert. Es werden weiterhin Gebühren erhöht. Das muss ich hier so sagen. Sie werden nur moderater, und zwar also moderater erhöht. Wir wollten eben keine übergebührende Erhöhungen in Zeiten von Corona. Da gab es dann nach langen Verhandlungen eine Einigung, sondern eine angemessene Erhöhung. Und deswegen nochmal abschließend, auch ich möchte mich bei allen demokratischen Kräften, die wir hier gemeinsam zusammen verhandelt haben, bedanken. Ich kann nur für meinen Fachbereich sagen, im Kulturbereich funktioniert es auch über Haushaltsverhandlungszeiten hinaus. Da bin ich sehr froh, dass die Allianz der verbrauchten Parteien, ein wundervolles Wort, auch in normalen Zeiten funktioniert. Und ich freue mich und sage das ausdrücklich auch an die Kolleginnen und Kollegen der gerade genannten Fraktionen auf die weitere gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Jetzt als nächster Redner Herr Kiesling, Herr Blödner, dann Herr Kiesling und dann Herr Dr. Schulte-Wiesemann. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Haushalt 2021-22 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2025. Als Grundlage haben wir eine sehr schwierige Situation aufgrund der Corona-Krise. Wir hatten einen Vorschlag der Verwaltung mit vielen massiven Einsparungen gegenüber 2020. Es ist ein sehr vorsichtiger Entwurf gewesen, was auch richtig ist, aber durchaus auch mit Annahmen, die schon grenzwertig waren. Einerseits die massive Erhöhung bei den Parkgebühren und bei den Kita-Gebühren, die bei der Gemengelage im Stadtrat doch eine sehr unrealistische Chance auf Umsetzung in einem Beschluss hatten. Seitdem hatten wir auch im Monatsrhythmus massiv sich ändernde Prognosen.
Einerseits den Entwurf, dann direkt den Änderungsantrag des Oberbürgermeisters aufgrund des Finanzlochs, das Schreiben des Finanzbürgermeisters mit der Mittelfristplanung, nochmal minus 120 Millionen, umgekehrt dann aber wieder aktualisierte Prognosen von Land, zusätzliche Hilfen vom Bund. Und da an die Richtung Freie Wähler und auch AfD gewechselt, klar haben wir ständig wechselnde Prognosen. Man sollte aber dann auch nicht nur die Reduzierung beachten, sondern zwischendurch die genauso relevanten Erwartungen bei der Erhöhung, bei der Verbesserung der Konjunkturprognose, bei der Verbesserung der Steuerprognosen beim Land oder die gesetzlichen Änderungen beim Bund oder auch eben die Einnahmen bei der Bettensteuer im Jahr 2020 als Grundlage für die Einnahmeprognosen in der Mittelfristplanung. Man soll dann vielleicht auch im Mathematikunterricht eine Runde nachsitzen, wenn man nur in der Lage ist, Zahlen mit einem Minus zu beachten und die Zahlen mit einem Plus vergisst. Sicherlich, die Rahmenbedingungen bei der mittelfristigen Finanzplanung waren durchaus ein Stochern im Nebel und werden auch sicherlich auch in den nächsten Monaten, Jahren noch für Probleme sorgen. Wir werden auch längere Zeit den Gürtel enger schnallen müssen und auch das ein oder andere, insbesondere in der Mittelfristplanung, auf den Prüfstand stellen. Beispielsweise die aktuell geringeren Prognosen bei den geringeren Kinderzahlen in der Zukunft, die wir bisher bei den Investitionsplanungen in Schulen und Kitas in der Mittelfristplanung noch nicht beachtet haben. In Summe haben wir einen sehr sauberen Entwurf für den Doppelhaushalt, keine Steuern- und Abgabenerhöhungen, eine geringere Erhöhung bei den Parkgebühren anvisiert, die Erhöhung bei den Kita-Gebühren erst später. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen beteiligten Fraktionen bedanken, insbesondere bei den Finanzern für die guten Verhandlungen. Sicherlich eine schwierige Situation, 5 Fraktionen zusammenzubringen, unterschiedliche Prioritäten der verschiedenen Fraktionen, wo jeder seine speziellen Schwerpunkte hat, die man auch dann sehen möchte im Ergebnis. Aber in Summe ist das, glaube ich, sehr gut gelungen in einem sehr unsicheren Rahmen und durchaus auch querbeet immer mal andere Überschneidungen zwischen verschiedenen Fraktionen in den Zielsetzungen, die durchaus die Verhandlungen erleichterten. Durch den Beschluss schaffen wir rechtzeitige Planungs- und Umsetzungssicherheit für Investitionen und viele Träger. Sicherlich eine wichtige Grundlage, die wir hatten von der Verwaltung und an einzelnen Themen, die wir entsprechend nachgesteuert haben. Für uns als FDP ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen durch die Stadt so gut wie möglich gesetzt werden, insbesondere für die jetzt stark betroffenen Branchen im Tourismus, Gastronomie, Event, Handel und Kultur, dass dann auch, sobald es wieder möglich ist, diese Branchen schnell wieder auf die Beine kommen und entsprechend dort auch in der Zukunft wieder alles rund läuft. In Summe bleibt, wir haben einen realistischen Haushalt, mutig und seriös und dafür gebührt vielen Dank und auf eine gute Verabschiedung. Jetzt Herr Kiesling und dann Herr Dr. Schulte-Wissermann. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, großes Kino hat Frau Schöps zum Haushalt gesagt. Großes Kino ist so ein ambivalentes Wort, aber wer sozusagen dem Cineastischen zuneigt, findet ja eher, dass es eine positive Beschreibung ist. Und es ist wirklich großes Kino gewesen, wenn man diese lapidare Wortgruppe dazu nehmen will. Allerdings eben ein Kino, wo die AfD weder als Zuschauer gebraucht wird, noch als Akteur. Und ich finde, wenn man ihre konkreten Änderungsvorschläge anschaut, ist das auch ganz gut so. Denn sie wollen keine Strukturen erhalten und sie schwindeln hier was vor. Und es ist ein bisschen schade, dass meine Genossin Herrn Lommel in seiner Rede so kurz unterbrochen hat, denn er wollte eine ganz herrliche Argumentationslinie aufmachen. Er wollte sagen, wenn wir die Gewerbesteuern senken, dann geht es voran mit der Wirtschaft und wir loben uns immer so in Dresden, aber gucken wir doch nach Leipzig, da geht es ja viel schneller voran. Und was er uns dann vermutlich verschwiegen hätte, wäre, dass der Hebesatz zur Gewerbesteuer in Leipzig höher ist als in Dresden. Das heißt, der Hebesatz der Gewerbesteuer ist eines von vielen, 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 vielen Elementen, mit denen man Gewerbe unterstützen kann, wenn man Wirtschaft fördern kann. Und es gibt viele andere und viel wesentlichere Elemente. Und es ist das bei dem Amtsleiter für mich immer eigentlich Erstaunliche, dass Dresden es offensichtlich doch schafft, Gewerbe so zu fördern, dass unsere Steuereinnahmen insgesamt erklecklich sind. Ich empfehle allen, die jetzt im Livestream zuschauen, sich den Änderungsantrag der AfD zu besorgen und einfach genau zu lesen, wen sie belasten wollen, wen sie dort mit Füßen treten und was sie dafür erreichen wollen. Wir hatten in diesem Haushalt im Übrigen 3 Probleme zu lösen, wie sie nochmal nennen. Das erste Problem war, unrealistische Einnahmeerwartungen, die der Oberbürgermeister eingestellt hatte, auszugleichen. Und ich habe das an vielen Stellen kritisiert, weder die Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer
weder die Einnahmeerwartung bei den Parkgebühren noch die Einnahmeerwartung bei den Kita-Gebühren hatten eine realistische Chance, hier im Stadtrat jeweils eine Mehrheit zu finden. Das heißt, dieses Problem war von Anfang an im Haushalt enthalten. Erste große Nummer, die wir lösen mussten. Zweites Problem, natürlich die 119 Millionen nachgeliefert, die mussten wir lösen. Und drittes Problem, das im Haushalt nachzusteuern, was aufgrund der scharfen Budgetvorgaben und einer ungenauen sozusagen Nachjustierung dann in den entsprechenden Haushaltsrunden in der Verwaltung noch an übrig geblieben ist. Das haben wir an vielen Stellen getan. Für mich besonders erfreulich, dass wir es im Bereich der Jugendhilfe getan haben. Ich grüße alle, die jetzt im Livestream zuschauen. Das sind sicherlich einige und es ist ein langes Stück Weg, ein großes Stück Arbeit gewesen, vom August, von der ersten Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses an, über eine kontinuierliche Argumentationsleistung im Ausschuss mit mühevollem Suchen, was denn die realistische Zahl ist, die man braucht, am Ende es bis zu diesem Haushaltsbeschluss zu tragen, der die bestehenden Einrichtungen und Dienste in ihrer Substanz schützt und für die nächsten 2 Jahre dort Sicherheit bietet. Und so haben wir das an vielen Stellen getan. Ich will da jetzt nicht meine eigene Fraktion hervorheben, weil meine Ansicht eine andere ist. Sie geht so, dass ich sage, wir stellen Fraktionen und ihre Vorstellungen nebeneinander. Jeder, der mitwirkt, hat hinter sich Wählerinnen und Wähler stehen, hat Interessen, die er vertreten muss. Und das Gemeinsame, was dann herausgearbeitet ist, ist das, was der Stadt Bestes ist. Und das versuchen wir zu finden mit diesem Haushalt unter extrem erschwerten Bedingungen. Und unter diesen Bedingungen, glaube ich, haben wir etwas ganz Vernünftiges zustande gebracht. Was wir auch machen, und ohne dass es nicht gegangen wäre, wegen der 3 Probleme, und an der Stelle muss man das eben als eine besondere Verantwortungsübernahme bezeichnen. Es ist eine Verantwortungsübernahme, ist diese schwere Hausaufgabe, die wir zuerst der Verwaltung und dann auch uns im Rat stellen. Denn wer ja leichtfertig sagt, ihr wollt bei den Investitionen kürzen und auch noch beim Verwaltungshaushalt kürzen und dann der Verwaltung den schwarzen Peter zuschieben, der redet Unfug. Was wir gemacht haben, ist uns Denkzeit zu geben. Wir halten Einsparungen in dieser Größenordnung, wie dort genannt sind, für möglich. Wir sind aber nicht in der Lage, in der kurzen Zeit, die uns zur Haushaltsberatung blieb, die bestmögliche Lösung dafür zu finden. Und das, was wir geschaffen haben, ist Denkzeit, damit die Verwaltung uns ihre Ideen, die sie sehr wohl hat, überprüfen und dann vorlegen kann. Und dann müssen wir sie natürlich politisch mittragen. Das ist die weitere Übernahme von Verantwortung, eine schwere Aufgabe. Und ich hoffe, dass wir auch diese gemeinsam lösen können und so gut durch diese Krise, die ja am Ende auch eine Haushaltskrise ist, kommen. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. So, und jetzt Herr Dr. Schulte-Wissermann. Ja, mit etwas Glück bin ich ja jetzt der Letzte in der Runde. Herr Deppe, ich mag die Grünen wirklich und ich bin heute auch nicht auf Braske getrimmt. Ich muss jetzt nur etwas sagen, weil wenn man mir Schaufensterantrag vorwirft, dann fühle ich mich leicht auf den Schlips getreten. Die Liste, die jetzt vorgetragen wurde als die große Erfolgsstory für den Klimaschutz, ich habe zusammengerechnet, sind ungefähr 6 bis 8 Millionen Euro, wovon ungefähr die Hälfte sehr wahrscheinlich schon vorher im Entwurf des Haushalts drin war. Und jetzt ist es so, dann sind es 6 bis 8 Millionen Euro, die jetzt neu dazu sind. Es sind aber ganz andere Summen im Haushalt und es ist immer die Frage, wie stark ist man, wie stark kann man sich, artikuliert man sich, traut man sich das, kriegt man Gegenwind aus der Bevölkerung oder nicht. So, und es ist ganz klar, wenn ich zum Beispiel das Steierstadion nicht will oder verschieben will, dann lege ich mich mit Herrn Lahmes an und das macht keinen Spaß. So, und wenn man jetzt etwas erreichen will, dann muss man natürlich, wenn man eine große oder die größte Fraktion ist, vielleicht auch mal sich auf die Hinterbeine stellen. Ja? Und ich bin aber jetzt sozusagen nicht da, um jetzt irgendwie schlechte Laune zu verbreiten, sondern ich will nur mal erklären, wie ich Politik, wie ich Stadtrat verstehe, weil ich mache keine Schaufensteranträge, ich mache aber auch keine Sonntagsreden. Was ich mache ist, und das sollten wir uns vielleicht viel öfter trauen, erstens, wenn eine gesellschaftliche Sache stört, dann
mache ich mir Ideen und dann spreche ich es aus. Dadurch, dass es ausgesprochen ist, wird es zu einer Diskussion. Und ich nehme an, dass mein Antrag zumindest in einigen Fraktionen zumindest für ein bisschen Diskussion gesorgt hat. So, da ist schon mal viel erreicht. Und danach wird es rausgetragen, unter anderem in die Welt, und es kommt dann zu einer Abstimmung, die verliert man dann vielleicht, aber es ist in der Welt. Und wenn man das in einem Monat oder zwei oder drei oder fünf nochmal probiert, dann wird es leichter. Und in der Tat ist es so, mit dieser Taktik kommt man relativ weit. Und da in diesem Stadtrat augenscheinlich niemand in die Bereitschaft hat, wirklich die schon runtergekochten Vorschläge oder die runtergekochten Wünsche von Fridays überhaupt auszusprechen, ja, dann bleibt nur noch ich übrig. So einfach ist es. Und deswegen habe ich das hier ausgesprochen. Und jetzt wichtig, mein Antrag, ich bitte den OB auch, mich zu, das nochmal klarzustellen. Ich habe ihn so geschrieben, es ist Punkt 1 und 2. Und wenn Punkt 1 und 2 abgelehnt werden, Punkt 1 und 2 ist direkt ein Eingriff in den Haushalt. Und ich habe jetzt begriffen, dass die fünf Fraktionen sich darauf verständigt haben, kein Komma an dem Haushalt mehr zu ändern. Dann, wenn das abgelehnt wird, kommt hilfsweise auf Seite 2 ein Begleitbeschluss, der da einfach nur sagt, bitte in einigen Monaten eine Vorlage machen, Ideen bringen, wie wir ein CO2-Reduktionsprogramm auf den Weg bringen können. Und wenn das noch nicht mal, das ist nicht in den Haushalt eingreifen, das ist einfach einer von 358 Begleitbeschlüssen, die noch dazukommen. So, wenn das noch nicht mal eine Mehrheit kriegt, dann wäre das hier wirklich sehr, sehr traurig. Bitte Herrn Oberbürgermeister zu sagen, wenn der Ablauf nicht geht, dann würde ich meinen Antrag teilen. Dann wären es halt zwei. Dankeschön. So, weitere Wortmeldung, Herr Genschmann. Bevor wir dann in die vielleicht, also ich hatte es ja schon beantragt, Auszeit gehen, kurze Nachfrage an die Aussagen von Herrn Dr. Lames. Herr Dr. Lahme, ich habe mir Ihre Rede oder Ihre Antwort nochmal angehört. Sie sprechen natürlich von den Kosten, die ganz normal vertraglich im Konzessionsvertrag Dritte Liga geregelt sind. Vollkommen normal. Unser Ergänzungsantrag bezieht sich aber auf die seit 4 Jahren geltenden zusätzlichen 1,5 Millionen, die zweite und dritte Liga betreffen. Und dazu meine ganz konkrete Frage, wo wollen Sie die als rechtliche Grundlage hernehmen, diese weiterhin auszuzahlen, wenn wir unseren Ergänzungsantrag nicht beschließen? So, dann waren jetzt Frau Dr. Schöps und Herr Krüger, glaube ich, nachher. Ich muss mal ganz kurz eine Reaktion auf einige Redebeiträge. Herr Kiesling, ich muss mich ausdrücklich bei Ihnen bedanken, dass Sie so schön Werbung für unseren Antrag machen und lege natürlich allen Zuschauern am Stream nahe, dass Sie sich unseren Antrag zum Haushalt anschauen. Dann sehen Sie mal, wie man sowas macht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, bezog sich mehr so Richtung Café Jussiene. Und zwar, es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen sozial und sozialistisch. Es gibt ein uraltes Zitat, stammt ursprünglich mal vom wohl von Alfred Hugenberg von der DNVB, Erster Weltkrieg, uraltes Ding, wurde auch von der CSU, wurde von Schröder benutzt. Das heißt, sozial ist, was Arbeit schafft, und das ist auch für die AfD sozial. Denn die AfD ist eine soziale Partei, aber keine sozialistische Partei. Da besteht ein großer Unterschied. Sozial heißt nämlich, für sozial Bedürftige etwas zu tun, und zwar für solche Bedürftige, die wirklich nicht in der Lage sind, sich selber zu unterhalten bzw. ihren Lebensunterhalt angemessen zu bestreiten. Und ansonsten setzen wir auf Freiheit und Eigenverantwortung und natürlich auf Hilfe zur Selbsthilfe. Sozialismus dagegen ist in unseren Augen eine Bevormundung durch einen Nanny-Staat, den wir so nicht wollen. Wir wollen auch keine Rundumversorgung für jeden, ohne dass er selber eine Leistung dafür erbringen muss. Das ist AfD-Politik. Und, Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, der Haushalt, den Sie so gerne beschließen wollen, soll Gebührenerhöhungen trotzdem beinhalten. Für uns ist auch das unsozial. Möglicherweise sozialistisch, anderen in die Tasche zu greifen, aber das lassen wir mal dahingestellt. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Krüger und dann Herr Nitsche.
Nur eine kleine Reaktion auf Frau Dr. Schöps. Frau Dr. Schöps, Sie sprachen von der Form, wie Sie Ihren Haushaltsänderungsentwurf eingebracht haben. Ich muss schon sagen, das ist schon dreist. Wir hätten das sonst nicht erwähnt. Ja, sowohl in der Form des Ergänzungsantrages als auch in der Form, wie Sie das tabellarisch dargestellt haben, 1:1 kopiert. Aber sei es drum, sei Ihnen gegönnt, ist ja einer der ersten Haushalte, die Sie verhandeln. Ich habe noch eine Frage konkret an Herrn Dr. Lames. Am letzten Montag im Finanzausschuss haben wir uns ja nochmal mit den 1,5 Millionen für Dynamo beschäftigt und auch auf Antrag einer Fraktion haben wir das in dem Begleitbeschluss nochmal untergebracht. Ich frage auch hier nochmal explizit nach, ist dieser Beschluss, den wir am Montag im Begleitbeschluss auch verankert haben, für Sie als Verwaltung ausreichend, um an Dynamo Dresden bzw. an die Projektgesellschaft, es geht ja nicht an Dynamo, auszureichen? So, jetzt würde ich Herrn Nitsche und Herrn Dr. Deppernach aufrufen, dann Herrn Dr. Lames bitten um die Beantwortung. Ja, also ich fand die Haushaltsverhandlungen, an denen wir ja im Wesentlichen nur zugeschaut haben, weil fünf extra verhandelt haben, sehr interessant. Ich hätte Fragen an Herrn Lames bzw. an Herrn Kiesling und jeweils Fragen zu den Ausführungen. Ja, Herr Lames hat Fragen gesammelt, das fand ich sehr, sehr gut, und zwar an Herrn Kiesling. Herr Kiesling, Sie haben von einer langen Denkzeit gesprochen, beziehungsweise Sie haben von einer Denkzeit gesprochen, die Sie brauchen, um die Punkte zu finden, bei denen Sie dann Einsparungen sehen. Da hätte ich gern gewusst, wie lange diese Denkzeit sein wird, weil ich meine, der Haushalt gilt jetzt für 2 Jahre und es geht um relativ viel Geld. Es kann sein, das macht man in 2 Wochen, in 2 Monaten oder Sie brauchen 2 Jahre dazu. Das wäre schön, wenn ich da noch mal eine Antwort bekommen könnte. Und an Herrn Lames hätte ich gern 2 Fragen, und zwar erstens, wann wussten Sie von den Mehreinnahmen von Land und Bund, die ja eine wesentliche Grundlage bilden für den Entwurf der 5 Fraktionen? Und dann hätte ich gern gewusst, wie haben die 5 Fraktionen, die ja mit großen Änderungen gekommen sind, wie haben diese 5 Fraktionen von diesen Änderungen und diesen Mehreinnahmen von Land und Bund, von denen Sie irgendwann erfahren haben, Sie werden es gleich sagen, wann, wie haben diese Fraktionen davon erfahren und wann haben Sie davon erfahren? Und jetzt Herr Dr. Depper. Ja, ich möchte noch mal kurz eingehen auf den Beitrag von Herrn Schulte-Wissermann. Genau das, was dieser hilfsweise Antrag fordert, haben wir eigentlich schon beschlossen. Das haben wir nämlich am 30. Januar diesen Jahres beschlossen, indem wir gesagt haben, dass das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept der Landeshauptstadt grundlegend überarbeitet werden soll. Und genau das passiert derzeit, und wir werden diese grundlegende Überarbeitung im nächsten Jahr zur Vorlage bekommen. Und da ist natürlich klar, dass dort eben ein CO2-Reduktionsprogramm dabei sein muss. Also von daher denke ich, ist dieser Antrag, dieser hilfsweise Antrag entbehrlich. So, jetzt zur Beantwortung, Herr Dr. Lames, von den aufgeworfenen Fragen. Ja, vielleicht nochmal zu den Fragen, die Herr Nitsche gestellt hat. Also von den Mehreinnahmen wissen von Land und Bund, da muss man ein bisschen differenzieren. Also soweit wir für das Land welche angenommen haben, nämlich nochmal verbesserte Einnahmeerwartung im Finanzausgleich aufgrund dessen, dass der Freistaat die Auswirkungen der Novembersteuerschätzung für sich uns nochmal übermittelt hat. Das ist gewesen nach dem 20. November, nach diesem Schreiben. Danach hat sich haben wir, und zwar im Zuge über den Sächsischen Städte- und Gemeindetag, diese heruntergebrochenen Daten auch nochmal bekommen, in Vorbereitung von Ausschussberatungen, die dort stattfinden, und das entsprechend auch dann aufbereitet. Das haben wir zunächst mündlich den Fraktionen vorgetragen, die uns nach solchen Themen gefragt haben. Und
Da war die Fraktion der Freien Wähler nicht dabei, obwohl ich auch bei Ihnen gewesen bin. Und ansonsten haben wir es Ihnen jetzt übermittelt, dann nochmal im Finanzausschuss und mit den Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben gestern. Was die Einnahmeerwartungen vom Bund angeht, die zusätzlich eingestellt worden sind, da haben wir letztlich eine Formulierungshilfe geleistet, wie man sowas vielleicht vernünftigerweise und kommunizierbarerweise einpreisen kann. Es handelt sich ja hier um die Erwartung eines weiteren Gewerbesteuerausfallersatzes durch den Bund. Wir wissen, dass das eine zentrale Forderung der Kommunen ist. Wir wissen auch, dass das entsprechende politische Versprechen auf Bundesebene gibt. Das harrt alles noch der Umsetzung. Insofern eine vorsichtige und zurückhaltende Prognose, die hier gegeben ist. Das ist aber jetzt keine Frage von gesichertem Wissen, sondern eine vorsichtige Prognose, die ja insgesamt mit 20 Millionen Euro hier eingepreist worden ist. Das leitet über zu den ergänzenden Fragen, die zum Thema Dynamo gestellt worden sind. Ja, Herr Krüger, es ist so, was jetzt im Begleitbeschluss steht, ist absolut eine taugliche Grundlage dafür, dass wir eine solche Vereinbarung schließen, was wir auch sowieso schon tun, aber mit dem Rückenwind eines Stadtratsbeschlusses tun wir es natürlich auch. Und diese Vereinbarung bedarf, egal was Sie jetzt beschließen, ohnehin auch noch einmal der Beschlussfassung des Stadtrates, so wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben. Und das würden wir Ihnen mit einer entsprechenden Vorlage vorlegen. Auch mit einem Kostendeckungsvorschlag, den wir dann situationsgemäß formulieren müssen und dann auch können. Das ist in einem Rechenwerk von 1,8 Milliarden Euro jährlich zu leisten, wenn man das möchte. Und das werden wir dann auch tun, so wie wir das fast jede Stadtratssitzung hier mit Kostendeckungsvorschlagen für bisher nicht geplante und in der Form nicht geplante Aufgaben tun. Und zum Zweiten, für den Fall und für die Zeit der Spielzeit 2021-22 haben wir es dann noch mal ein Stück leichter, wie ich schon mal gesagt habe, weil wir dann nämlich weniger Geld an die Stadionprojektgesellschaft zahlen müssen. Insofern können wir dieses frei gewordene Geld dann auch nutzen, um hier einen Zuschuss zu zahlen, der dann die Miete senkt. Und ich glaube, Herr Genschmar, das Verständnis dieses Vertragswerkes, Sie haben es selber auch mal gesagt, ist schon ziemlich schwierig, aber die beiden Dinge hängen auch nun mal miteinander zusammen. Und uns ist daran gelegen, hier eine tragfähige, dauerhafte und auch rechtskonforme Grundlage zu haben. Das haben wir Ihnen schon einmal so zur Beschlussfassung vorgelegt und das können und werden wir auch ein zweites Mal tun, wenn wir die entsprechenden Vereinbarungen mit den beiden Partnern unter Dach und Fach haben. Nochmal Herr Genschmann. Herr Dr. Warmes, wir nähern uns langsam dem Ziel. Sie sprechen einmal vom Konzessionsvertrag, vollkommen richtig. Der war natürlich im Haushalt drin, weil es natürlich bestehende Verträge sind. Das, was ich immer angesprochen habe, sind diese Beschlüsse, die wir seit 4 Jahren haben, dass zusätzlich zum Stadionkonzessionsvertrag Liga unabhängig, zweite und dritte Liga, 1,5 Millionen gezahlt werden, um eine Vergleichsmiete zu erzielen. Sie haben jetzt, aber wie gesagt, wir kommen jetzt langsam näher, gesagt, durch die Liga 3 ist Geld da, es ist Geld übrig. Jetzt will ich den Ball eigentlich an die haushaltsbeschließenden Fraktionen stellen. Sehen Sie eine Grundlage, diese 1,5 Millionen pro Saison, Liga unabhängig, rechtlich
finanziell untersetzt, jetzt schon zu beschließen, dass die Fraktion das übernehmen und wir unseren Antrag dann zurückziehen könnten? Dann antworte ich vielleicht mal gleich auf diesen Punkt. Nein, eine solche Grundlage besteht nicht. Und zwar deswegen, weil das Haushaltsrecht eine Satzung ohne Außenwirkung ist. Das heißt, aus dem Haushalt selbst ergibt sich kein Anspruch auf eine Zahlung, auch keine Grundlage für uns für eine Auszahlung, sondern diese Auszahlungen müssen wir immer auf konkrete Stadtratsbeschlüsse zu dieser einzelnen Beschlussfassung stellen und auf entsprechende Vereinbarungen, Verträge etc., die wir dann entsprechend bedienen. Das müssen wir noch abschließen. Und einen solchen Vertrag haben wir nicht. Und wenn wir ihn haben, dann werden wir ihn zur Beschlussfassung vorlegen, einschließlich des Nachweises, wie wir die Zahlung aus dem Vertrag finanzieren. Das ist ein Fehlverständnis, was hier erzeugt wird, als könnte in einer Haushaltssatzung Geld jemandem zugewendet werden. Das ist absoluter Quatsch. Ja? Und es ist einfach nicht seriös, sowas hier zu suggerieren und so zu tun. Das ist ein Plan, wofür wir Geld ausgeben. Und das müssen wir dann alle miteinander wieder beschließen, denn sonst könnten wir ja heute für die nächsten 2 Jahre auseinandergehen, weil wir alles Geld beschlossen haben. Das kann ja wohl nicht sein. So. So, jetzt hat sich Frau Frohwieser noch mal gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte da mal dran erinnern, bei aller Wertschätzung für diesen großen Dresdner Fußballverein, um was es hier bei diesem Tagesordnungspunkt gerade geht, nehmen Sie sich mal bitte zurück, wenn Sie noch Klärungsfragen haben, nutzen Sie die von Ihnen ohnehin schon beantragte Auszeit, um das zu klären. Üblicherweise hätten Sie das vorher in den Ausschussberatungen tun sollen. Und Herr Oberbürgermeister, also ich glaube mindestens vom Herrn Genschmar gab es inzwischen mindestens die dritte Wortmeldung, wenn es nicht sogar schon die vierte Wortmeldung war. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir auch wirklich unsere Geschäftsordnung mal durchziehen können, damit wir hier heute noch zu den wichtigen Beschlüssen kommen. Vielen Dank. So, meine Damen, meine Herren, gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Nitsche. Frau Frohwieser, ich fasse mich kurz. Ich wollte bloß bekannt geben, oder was heißt bekannt geben, nochmal mitteilen. Ich habe vom Herrn Lames jetzt gehört, es ist eine vorsichtige und zurückhaltende Prognose. Ich glaube, der Haushalt ist nicht vorsichtig und zurückhaltend aufgebaut. Ich habe gelernt, dass man von Ihnen dann eine Auskunft bekommt, wenn man zu Ihnen geht und Sie danach fragt. Das halte ich für eine Vorgehensweise, die Sie in dem Fall scheinbar so gemacht haben. Ich glaube, Sie waren bei uns in der Fraktion. Ich glaube auch, dass Sie da gefragt wurden, mit was so zu rechnen ist. Scheinbar haben Sie damals mit nichts gerechnet und ich möchte an dieser Stelle gleich 2 Sachen anmerken. Erstens, ich sehe den Gleichbehandlungsgrundsatz für uns Fraktionen insgesamt verletzt, dadurch, dass Sie nur einen Teil informieren. Und zweitens möchte ich anmerken, dass ich und wir als Fraktion für die restliche Legislaturperiode grundsätzlich über sämtliche Mehr- und Mindereinnahmen des Haushaltes informiert werden möchten. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung, Herr Lommel. Ja, ich bin ja von Herrn Kiesling angesprochen worden. Ich hab mich kurzfristig auf dem Sozialistischen Parteitag irgendwie gefühlt, wo ich da die Genossin hat das Wort mir weggenommen. No, gut, ich wusste nicht, dass ich hier im Stadtrat bin. Gut. Das nur am Rande. Herr Kiesling hat gesagt, ich hatte mir unterstellt, dass ich eventuell in der Zukunft meiner Rede nicht erwähnen würde, dass Leipzig eine höhere Gewerbesteuerhebesatz hat. Jetzt habe ich kein Problem, das zu sagen. Ich habe aber das Problem, dass ich nicht mehr sagen dürfte, dass Leipzig schlichtweg nicht, wie der Herr Kiesling gesagt hat, weniger, sondern trotzdem mehr erfolgreich ist und wir haben einen Bedarf, was zu ändern. Nämlich, wir müssen gewerbefreundlicher werden. Das war der Ansatz meiner Idee und das geht möglicherweise auch mit dem fairen Steuersatz, den wir hier anbieten.
Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, dass ich mal aufmachen möchte, dass man darüber nachdenkt, auch über solche Sachen. Hat hier nie eine Rolle gespielt. Es hat nur eine Rolle gespielt, Verkehr, Verdichtung. Es wurde nicht einmal die IHK oder irgendjemand gefragt, ob das Sinn gemacht hat, diese Gebühren und die Autogebühren zu erhöhen zum Parken. Hauptsache Gebühren hoch und das war alles. Und das ist einfach zu wenig für einen Wirtschaftsstandort, wie wir in Dresden brauchen. Denn Steuern werden durch die Wirtschaft erzielt und nicht durch Illusionen. Danke. So, die Rednerliste ist erstmal abgearbeitet. Ich hoffe, es bleibt dabei. Es war eine kurze Auszeit beantragt. Die würde ich stattgeben und dann steigen wir ein in die Abstimmung. So, meine Damen, meine Herren, können wir fortsetzen?
Zu meiner Damen, meine Herren, dann nochmal Geschäftsordnung. Herr Schmählich. Herr Oberbürgermeister, ich habe nur eine Frage, die auch eine Geschäftsordnungsfrage ist. Wenn über den Antrag der Freien Wähler abgestimmt wird, würde mich mal die Rechtswirkung interessieren, eines Antrages Geld auszugeben, ohne einen Deckungsvorschlag zu unterbreiten. Das würde ich natürlich prüfen. Wenn keine Deckung da ist, kann es nie gemacht werden. So, weitere noch Anträge aus der Pause heraus, das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich gehe mal aus meiner Sicht mit dem weitestgehenden Antrag hinein. Das ist der Änderungsantrag AfD. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um dein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Das ist die überwältigende Mehrheit, wer damit abgelehnt. Wir kommen damit zum Änderungsantrag Herr Dr. Schulte-Wissermann in der Zwei-Punkte-Fassung. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Drei. Gegenstimmen. Auch hier ist das mit übergroßer Mehrheit abgelehnt. Der Einfachheit halber mache ich jetzt mal gleich den hilfsweisen Antrag in den Begleitbeschluss. Wer diesem von Herrn Dr. Schulte-Wissermann zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Auch drei Gegenstimmen. Auch das mit übergroßer Mehrheit abgelehnt. Wir kommen damit zum Herr Oberbürgermeister, da mein Stimmverhalten ungewöhnlich ist, würde ich es gerne erklären. Nein, aber das die steht in der Abstimmung. Bitte? Das können Sie machen, wenn die Abstimmung vorbei ist, können Sie Stimmverhältnisse erklären. Jetzt sind wir mitten in der Abstimmung. Jetzt sind wir bei dem Ergänzungsantrag Oberbürgermeister. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen. Ersteres war die deutliche Mehrheit, damit wird es angenommen. Dann bleibt noch übrig der Ergänzungsantrag Freie Wähler. Wer diesem stattgeben möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Auch hier ist letzteres die deutliche Mehrheit, damit wäre das abgelehnt. Damit kämen wir zur Schlussabstimmung über den federführenden Ausschussbericht, ergänzt um den Antrag Oberbürgermeister. Wer diesem stattgeben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen?52 Ja-Stimmen bei 18 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist der Haushaltsplan so beschlossen. So, und nach Geschäftsordnung, Herr Hannig, jetzt können Erklärungen zum Abstimmungsverhalten abgegeben. Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen, ich richte mich zuerst noch mal kurz an Sie, Herr Oberbürgermeister. Diese scharfe Zurechtweisung, so eben auch vom Ton her, empfand ich als unangemessen, um das mal klar zu sagen. Also so hart müssen Sie mit mir nicht umgehen. Wenn hier die Tagesordnung verletzt wird, kann man das einem Stadtratskollegen, finde ich, auch etwas netter sagen. Meine Erklärung ist keine Provokation, auch wenn Sie es vielleicht so auffassen, sondern ein Dank an Herrn Schulte-Wissermann, der diesem Stadtrat den Spiegel vorgehalten hat. Und Sie wissen, dass ich diesen Klimanotstandsbeschluss überhaupt nicht gebilligt habe und auch den Nazi-Notstandsbeschluss nicht, der ja nicht so heißt. Aber ganz klar hat Herr Schulte-Wissermann recht, wir machen hier Beschlüsse, das sind Schaufensterbeschlüsse, wir reden hier von Klimanotstand und was passiert? Nichts passiert. Wir bauen Glaspaläste, uns interessiert es nicht, ob es einen Klimanotstand gibt und Herr Schulte-Wissermann hat folgerichtig den Finger hier in die Wunde gelegt und auch wenn der Antrag keine Mehrheit bekommen hat, habe ich ihm ausdrücklich zugestimmt, weil es richtig ist, wenn ich den Klimanotstand schon hier mache,
dann muss ich ihn auch umsetzen und nicht nur drüber labern und dann klatschen, wie toll ich abgestimmt habe. Insofern vielen Dank, Herr Schulte-Wissermann. So, wir setzen weiter fort in der Tagesordnung, sind beim Tagesordnungspunkt 10, Neubau Verwaltungszentrum.